Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Nächster Halt, Sofa, titelte vor kurzem die Süddeutsche Zeitung, die Bahn wolle Millionen Passagiere zu Hause abholen, bis 2030 das Geschäft mit Shuttle, Hufbussen, autonomen Fahrzeugen ausbauen. Fahrgäste könnten sich dann auf Bestellung zum nächsten Bahnhof bringen lassen und das nicht zu Taxikosten, sondern zu einem Nahverkehrstarif. Das alles solle im großen Stil sein, auch in ländlichen Regionen. Gut, aber sonst? Bisher lässt sich außerhalb der Städte ohne Autos vielerorts nicht weiterkommen. Die Folgen sind bekannt. Der Pkw-Bestand bricht Rekord für Rekord. Derzeit sind es 48 Millionen. Das sorgt für schlechte Laune, ja furchtbares Gedränge auf den Straßen, aber vor allem für Abgase, Lärm und Treibhausgasemissionen. Der Verkehrssektor hinkt, das wissen Sie alle, den Klimazielen hinterher. Stadt und Umland, Stadt und Region brauchen eine neue Verbindung. Wir müssen reden, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Reihe Green Cities 2035. Unser Thema: Verkehrswende in der Stadtregion. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Verkehrs-, auch mit Klima- und Wirtschaftspolitik. Und ich bin gespannt auf die nächsten 2 Stunden und alle Ideen, die da so kommen werden. Schön, dass Sie alle dabei sind, meine Damen und Herren. Es geht jetzt schon los, weil eine super Idee hatten schon mal, überhaupt, dass wir diese Debatte führen, hatten zwei. Oder sagen wir 2 zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und wir begrüßen diese beiden jetzt als Erstes. Sie sind unsere Gastgeberin Sabine Drewes, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, und Judith Utz, Projektleiterin beim Service- und Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU, auch in Berlin. Und ich sage Ihnen beiden schon mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass das hier möglich ist. Und dann muss ich fragen, Sabine Drewes, auf der Bundesebene, da hakt es ja so richtig bei der Verkehrswende. Wie ist es auf der kommunalen Ebene? Besser? Anders? Ja, erstmal herzlichen Dank und ich begrüße Sie auch sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Green Cities 2035, Verkehrswende in der Stadtregion. Wir freuen uns sehr über das große Interesse. Ja, ich würde sagen, Kommunen und Kommunalverbände haben, sofern sie überhaupt Ressourcen haben, was ja auch nicht alle Kommunen haben, ganz gute Einflussmöglichkeiten auf die kommunale Verkehrswende. Sie können die öffentlichen Verkehrsmittel beeinflussen. Sie können die Fahrradinfrastruktur verbessern. Sie können auch ordnungspolitische Maßnahmen beschließen, wie zum Beispiel Parkraummanagement. Aber davon machen natürlich nicht alle Gebrauch. Es gibt viele Vorreiterstädte und Best Practices. Wir haben auch einige mal gesammelt als Heinrich-Böll-Stiftung in dem Internetschwerpunkt Kommunale Verkehrswende oder dem Praxisleitfaden Kommunale Verkehrswende. Aber es gibt halt so eine Zweiteilung, würde ich sagen. Manche sind eben die Vorreiterkommunen, die viel machen, und in den Innenstädten zeichnet sich das ja auch teilweise ab, dass Menschen auf den eigenen Pkw verzichten. Aber wir haben halt diesen Knackpunkt des Pendelns in den Metropolregionen, und das ist besonders schwierig, da einen Anpack sozusagen zu finden. Und deswegen wollen wir uns konkret auch mit dieser Frage heute schwerpunktmäßig beschäftigen. Um das jetzt kurz zu sagen, ich würde sagen, die kommunale Verkehrswende kommt teilweise voran, aber teilweise auch nicht so gut. Zum einen, weil die Alternativen zum Automobil nicht gut genug ausgebaut sind, zum anderen aber auch, weil kommunale EntscheiderInnen auch nicht entschlossen genug die Privilegierung des Automobils abbauen. Das mal so eine kleine provozierende These zum Einstieg. Wir können das alles diskutieren. Ich freue mich auf die Diskussion, bin sehr gespannt, und ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass es diese Veranstaltung gibt. Wunderbar, vielen Dank. Okay, aber Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Judith Utz,
will das Pendeln ja immerhin attraktiver machen. Ja? Der hat 110 Millionen Euro für Fahrradparkplätze an Bahnhöfen versprochen. Wenn Sie ihn jetzt treffen würden, also es muss leichter gemacht werden, vielen kommunalen Entscheidungsträgern offenbar. Da gibt es einfach noch Möglichkeiten, die bisher auch noch gar nicht genutzt sind. Judith Utz, was würden Sie denn dem Verkehrsminister so in aller Kürze sagen? Warum muss er noch viel mehr tun, schon allein aus Klimaschutzsicht? Ja, ganz schlicht und ergreifend, weil er damit einen ganz großen Hebel hat, um sozusagen seinen Beitrag aus dem Verkehrsressort heraus für die Treibhausgasneutralität zu leisten. Und und das Pendeln ist sozusagen macht knapp ein Viertel der klimarelevanten Emissionen im Personennahverkehr, im Personenverkehr aus. Also ein großes Front. Und deswegen wollen wir uns ja heute auch damit beschäftigen. Sabine Drewes hat es gerade schon gesagt. Und die Strecken, die gependelt werden, werden sozusagen weiter in den letzten Jahrzehnten. Es gibt immer mehr Pendler und immer mehr Pendler sozusagen pendeln auch jenseits ihrer eigenen Gemeinde hinweg. Und da hat er sozusagen wo er mit vielleicht auch brillieren kann und was regeln kann. Und wir werden ja gleich sehen, dass es eben Lösungsansätze gibt. Und die kann er quasi voranbringen. Gleichzeitig ist das Pendeln ein wichtiger Trigger, weil es quasi im Alltag stattfindet. Das ist ein Verkehr, der alltäglich ist. Und wenn es hier geschafft wird, tatsächlich auf Alternativen umzuschwenken, dann bedeutet das eben auch, dass ein Umdenken in den Köpfen stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, was im Bereich des Personennahverkehrs ganz wichtig ist, ne? Das Umdenken auch in den Köpfen. Und mit einem sozusagen umwelt- und klimaverträglicheren Pendelverkehr gehen auch ganz viele andere positive Effekte einher. Zum Beispiel sind die Menschen gesünder, die mit dem Rad oder mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren und sind auch psychisch besser auf, sozusagen nicht nur quasi körperlich, auch psychisch besser. Es wird weniger Straßenraum und weniger Parkplatzraum gebraucht und er kann sozusagen dann auch seine Ressortkollegen und Kolleginnen vielleicht glücklich machen, indem er sozusagen auch noch Ziele anderer Minister und Ministerinnen mit anspricht. Genau, in dem Sinne, vielen Dank auch für die Einführung und an Sie alle, die hier teilnehmen und an alle Referierende und Referierenden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die Beiträge, die jetzt kommen. Judith Utz, Sabine Drewes, ganz herzlichen Dank Ihnen. Wir reden bisher viel über E-Autos, viel über Tempolimit, aber es geht um viel mehr, um Umdenken im Kopf, haben Sie gesagt, Judith Utz. Und da sind alle gefragt, meine Damen und Herren. Wir brauchen Sie. Sie sind herzlich eingeladen, sich einzubringen mit Ihren Fragen, Anregungen, Erfahrungen. Ich habe es schon gesagt, wir wollen ins Gespräch kommen. Am Anfang bekommen wir so ein bisschen Denkstoff aus wissenschaftlicher Sicht und dann diskutieren wir mit dreien, die schon Neues angeschoben haben, die sagen können, was gut läuft und vielleicht auch, was man nicht wiederholen muss. Falls Sie das alles nur kommentieren möchten, sich vielleicht auch austauschen wollen mit den anderen im Publikum, schreiben Sie das bitte in den Chat. Anders ist das, wenn Sie Fragen, Ideen für unsere Gäste, die Vortragenden haben, dann schreiben Sie diese in das Fragen- und Antworten-Tool. Sabine Drewes, Judith Utz und ich, wir beobachten das alles, versuchen so viel wie möglich davon an unsere Gäste weiterzuspielen. Sie können dort auch Fragen anderer voten, die Ihnen wichtig erscheinen. Sie müssen das gar nicht alles selbst schreiben. Und Sie können Ihre Hand heben, wenn Sie selbst Ihre Fragen stellen wollen, mit oder ohne Video. Ich versuche, alle Hände zu sehen und Sie dann aufzurufen. Bleiben Sie also unbedingt dran, wenn Sie einmal die Hand gehoben haben, damit wir Sie dann auch hören können. Das kennen Sie alles. Wir haben da ja schon eine gewisse Routine. Routine, ja. Morgens, da setzen sich viele ganz routiniert, ohne groß weiter nachzudenken, hinter das Steuer. 2/3 der Berufstätigen fahren mit dem Auto ins Büro, zur Fabrik, ins Geschäft, zum Job. Die Frage ist, geht das auch anders, klimafreundlicher? Anne Klein-Hittpass beschäftigt sich als Wissenschaftlerin mit diesen Fragen. Sie forscht dazu am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Da sehen wir sie, wie schön. Sie leitet den Forschungsbereich Mobilität, war zuvor auch schon beim Think Tank Agora Verkehrswende. Wie CO2-arm Pendeln geht, das sagt sie uns jetzt, ihr Input zu beruflicher, auch sonstiger Mobilität in der Stadtregion. Schön, Sie zu sehen, eine kleine Hitpass, Ihre Bühne, Ihr Screen, bitteschön.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich teile sofort den Bildschirm und nehme Sie mit auf einen kleinen Passforce-Ritt, wo ich versuche, die zentralen Themen zu streifen und den Denkstoff, so wie Sie das gerade gesagt haben, Frau Gerstmann, für die Diskussion zu liefern. Wir reden davon, weil der Handlungsdruck nach wie vor immens ist. Die Klimakrise erfordert zügiges Handeln und von zügigem Handeln sind wir im Moment noch sehr weit entfernt. Anfang der Woche hat der IPCC nochmal einen aktualisierten Bericht vorgelegt, der das wieder einmal eindrücklich beschreibt. Mit dem Klimaschutzgesetz in Deutschland haben wir ambitionierte Klimaziele formuliert, nur der Weg dahin scheint noch lang, beziehungsweise er ist noch lang. Insbesondere im Verkehrssektor sind wir die erforderlichen Einsparungen noch schuldig. Diesen Text kennen Sie vermutlich alle. Es ist aber tatsächlich so, dass die Befundlage wirklich dramatisch ist, weil wir nicht nur die notwendigen Treibhausgasemissionen nicht einsparen, es steigt immer noch die Motorisierung, immer mehr Menschen haben ein Auto, selbst in Innenstädten, wo das Verkehrsangebot sehr gut ist und die Alternativen eigentlich alle vorhanden sind, nimmt der Autobesitz zu. In weniger dichten, eher ländlichen Regionen ist die Autobesitzrate noch höher. Haushalte, in denen jede Person über 18 ein PKW besitzt, ist keine Seltenheit. Die Treibhausgasemissionen fallen weniger in den Städten an, als vielmehr am Stadtrand und in der Region und in einem großen Teil auch beim beruflichen Pendeln, wie das eingangs schon erläutert wurde. Und aus diesem Grund gucken wir heute stärker auf das berufliche Pendeln, auf eins der dicksten Bretter der Verkehrswende, wie die bitteren Fakten uns zeigen. Jeder fünfte Weg ist ein Arbeitsweg und ein solcher Arbeitsweg ist im Durchschnitt 16 Kilometer weit. 22,4% der klimarelevanten Emissionen des Personenverkehrs entfallen auf das Pendeln. 2/3 der Menschen nutzen dafür das eigene Auto und sie nutzen es meist allein. Der Pkw-Besetzungsgrad beträgt 1,08 Personen. Das heißt, es fahren jede Menge leere Sitze und Kapazitäten durch die Gegend. Das ist zum Teil auch der Fall, weil in den letzten Jahrzehnten die Infrastruktur immer besser wurde. Wir haben immer mehr Straßen, ein sehr dichtes Straßennetz und auch immer mehr Autobahnen, sodass die Raumwiderstände schwinden, wir schneller und bequemer längere Distanzen überwinden können. Das gilt nicht nur auf der Straße, das gilt auch für die Schiene. Wir haben viele Menschen, die auch zwischen Städten pendeln, täglich pendeln oder wöchentlich pendeln, zwischen Berlin und Wolfsburg oder Hamburg, kennen Sie vielleicht auch alle aus Ihrem eigenen Leben oder Bekanntenkreis. Was aber auch der Fall ist, dass die Relationen kleinteiliger werden und disperser werden. Also es wird nicht immer unbedingt nur noch in die Kernstadt gependelt, sondern auch manchmal, am Stadtrand von einem Ort des Speckgürtels in den nächsten Ort des Speckgürtels. Das wird aus dieser Karte vielleicht noch nicht ganz so ersichtlich, aber was ich mit dieser Karte bebildern möchte, ist, dass im ganzen Land gependelt wird. Die Entfernungen haben in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen. Wir sehen das vor allen Dingen im Nordosten, wo wir eine dünnere Besiedlung haben, sehen wir, dass wir weite Wege in die Metropolregionen hineingependelt werden. Wir sehen aber auch an den vielen roten Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeindeverbänden, wie stark die Pendlerverflechtungen tatsächlich quer über das ganze Land hin verteilt sind. Was aus dieser Karte nicht so gut ersichtlich wird, weil der Maßstab ein falscher ist, es ist nicht alles so radial, wie das hier dargestellt ist, sondern es wird in den letzten Jahren auch vermehrt zwischen kleineren Zentren gependelt, für die unter Umständen gar kein ÖPNV-Angebot besteht, weil sich alles immer an der Kernstadt ausrichtet. Gependelt wird überwiegend mit dem Auto und ein durchschnittlicher Weg ist 16 Kilometer lang. Das Problem beim Durchschnitt ist, dass er nichts über die Verteilung aussagt. Das sehen wir links nochmal in der Grafik. Die Verteilung, wie sich diese Wege verteilen, ist wichtig, wenn wir gucken, wie wir die Wege mit dem Auto vielleicht verlagern können. Wir sehen links, dass ein beträchtlicher Anteil der Wege im Bereich bis 10 Kilometer liegt. Ein Drittel sogar unter 5 Kilometer. Und auch
Auf der rechten Grafik sehen wir, dass für diese Wege auch hauptsächlich ein Auto verwendet wird. Da haben wir ein großes Verlagerungspotenzial für das Fahrrad, für das E-Bike. Sie machen allerdings in der Verkehrsleistung, also in den zurückgelegten Kilometern, nicht so viel aus und sind daher weniger klimarelevant. Das dicke Brett, das wir zu bohren haben, ist tatsächlich der Bereich ab 10 Kilometer, vor allen Dingen im Bereich 20 bis 50 Kilometer, wo auch sportliche Pedelec-Radlerinnen umsteigen würden. Überwiegend werden all diese Wege mit dem Auto zurückgelegt und das ist der Bereich, wo wir die meisten Einspareffekte erzielen können. Wie geht CO2-arm Pendeln nun? Das war die Frage, die ich beantworten sollte. CO2-arm Pendeln bedeutet vor allen Dingen weniger oder gar nicht mit dem Auto zu pendeln und wenn wir mit dem Auto pendeln, vielleicht nicht alleine im Auto zu sitzen. Wie geht CO2-arm Pendeln? Im Grundsatz kann man sagen, braucht es dazu das, was man im Bereich nachhaltiger Verkehrsplanung ohnehin immer braucht. Eine integrierte Verkehrsplanung, die auf die drei Vs angelegt ist. Das heißt, aufs Vermeiden, aufs Verlagern und auf das Verbessern. Das Vermeiden könnte beispielsweise das Homeoffice sein. Das heißt, wenn ich von zu Hause arbeite, fallen die Wege erst gar nicht an. Verlagern meint, dass wir uns weg vom motorisierten Individualverkehr bewegen und unsere Wege stärker mit dem ÖPNV oder mit dem Rad zurücklegen beispielsweise. Und verbessern wäre, wir sind weniger umweltschädlich bzw. lokal klimaneutral unterwegs durch E-Antriebe oder vielleicht auch durch Sharing. Diesen letzten Aspekt werde ich in meinem Vortrag allerdings auch nur streifen. Die letzten Jahrzehnte haben allerdings gezeigt, dass nur gute Angebote bereitzustellen nicht ausreicht. Die Menschen haben relativ starre Verkehrsroutinen, gerade im Berufspendeln. Man möchte morgens, wenn man zur Arbeit fährt und vielleicht noch etwas verschlafen ist, nicht darüber nachdenken, wie man jetzt diesen Weg zurücklegt, sondern macht es, quasi im Blindflug. Wir haben also viele Beharrungskräfte und das heißt, wir müssen irgendwelche Impulse setzen und Menschen auch anreizen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Im Fachjargon sprechen wir dann von Push- und Pull-Maßnahmen. Pull-Maßnahmen sind die Ansätze, die sich auf ein verbessertes Angebot konzentrieren. Und Push-Maßnahmen sind die Ansätze, die im Prinzip die Menschen anstupsen wollen, das Auto zu verlassen und vielleicht mal den ÖPNV zu nutzen. Ich gehe im Folgenden auf den Aspekt des Homeoffice, auf den Ausbau des ÖPNV und auf die Radverkehrsinfrastruktur ein, sowie auf das Mobilitätsmanagement und auf die interkommunale Kooperation auch noch am Ende. Wenn ich von zu Hause arbeite, muss ich gar nicht pendeln. Das wäre also das Vermeiden beruflicher Wege. Es fällt gar kein CO2 an. Das ist tatsächlich auch ein wichtigster Trend in den letzten Jahren, ganz stark befeuert durch die Covid-19-Krise. Es wird verstärkt von zu Hause gearbeitet. Im Februar 2021 arbeiteten laut dem Institut für die Zukunft der Arbeit fast die Hälfte aller abhängig Beschäftigten zeitweise im Homeoffice. Vor der Pandemie waren das 12%. Es ist sicherlich richtig, dass nicht jeder Mensch im Homeoffice arbeiten kann und vielleicht auch gar nicht möchte. Aber das IZA hat errechnet, wenn 40% der Erwerbstätigen für 2 Tage von zu Hause arbeiten, können 5,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Das ist immens. Das entspricht 18% der Emissionen des Berufspendelns bzw. 4% der Emissionen des Personenverkehrs. Ist also Homeoffice das New Normal und eine wirksame Maßnahme für mehr Klimaschutz? Ja, kann es sein. Und jetzt kommt das Aber. Das Potenzial scheint nennenswert. Allerdings wissen wir aus der Verkehrsverhaltensforschung, dass eingesparte Wege, auch eingesparte berufliche Wege, oft in der Freizeit kompensiert werden. Das heißt, vermehrte Freizeiteffekte könnten dann den Klimaeffekt schmälern. Straßen können zu Hauptverkehrszeiten leerer sein. Stau kann abnehmen, was dann wiederum andere dazu einladen könnte, sich auch in das Auto zu setzen und das Auto zu nutzen. Oder das ungenutzte Auto könnte von anderen
von Familienmitgliedern genutzt werden. Das, wovon ich spreche, sind die sogenannten Rebound-Effekte, zu denen wir heute noch nichts sagen können. Eine andere Gefahr, nenne ich es mal, droht, wenn ich nur noch seltener ins Büro muss, bin ich unter Umständen auch bereit, für diese selteneren Wege weitere Distanzen ins Büro zurückzulegen. Und vielleicht rückt auf einmal auch ein Wohnstandort im Speckgürtel oder im weiteren Umland ins Bewusstsein und wird ein attraktiver Wohnort, der natürlich auch wieder mit gesteigerten Verkehrsaufwänden einhergeht, weil die Entfernungstoleranz einfach steigt. Bedeutet, positive Effekte können ausgewogen werden. Ein Potenzial ist vorhanden. Die Rebound-Effekte sind wahrscheinlich. Ich würde das Potenzial an dieser Stelle nicht zu überschätzen, aber es bleibt genau zu untersuchen. Was ein Ansatz sein kann, sind Coworkings. Coworking Spaces kennen wir aus der Stadt, wo man sich Büroräume gemeinschaftlich oder wo man sich einen Arbeitsplatz in einem gemeinschaftlich genutzten Büroraum anmietet, weil man keinen Büro hat oder nicht so weit ins Büro fahren möchte. Da gibt es mittlerweile Ansätze auch im suburbanen Raum, im Speckgürtel größerer Städte, dass es dort auch Coworking Spaces gibt. Das könnte ein Ansatz sein, dass man sowas hat wie einen Arbeitsweg, eine Arbeitsroutine, aber nicht zwingend in die Innenstadtlage muss. Ein weiterer Ansatz ist das, was wir eigentlich, wenn wir von der Verkehrswende reden, immer fordern, einen schnelleren Ausbau des ÖPNV-Angebots und eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots. Das ÖPNV wird oft als Rückgrat bezeichnet des städtischen Verkehrs, der Verkehrswende. Aber die Frage ist, ob der ÖPNV tatsächlich ein wirkliches Rückgrat hat. Oft ist er die einzige Alternative. Die Akzeptanz gerade auch für schienengebundenen ÖPNV-Verkehr ist hoch, ist viel höher als für einen Bus. Aber wir stellen fest, dass in den Städten genau diese Angebote oft am Limit sind. Die Kapazitäten sind am Limit, das Angebot reicht nicht mehr aus. Das heißt, wir brauchen einen schnelleren Ausbau des ÖPNV, und mit dem schneller ist das ja immer so eine Sache, wie wir wissen. Wir haben wahnsinnig lange Planungsvorläufe, um überhaupt neue Vorhaben zu planen, und dann dauert es oft lange, bis sie dann auch wirklich, wirklich umgesetzt werden. Was schneller gehen könnte, wäre, wenn man sich auf Busse konzentriert, wenn man Expressbuslinien einrichtet. In einigen Metropolen, Metropolregionen gibt es das. Was braucht es darüber hinaus, sind Umsteigerelationen, Taktungen und integrierte Taktfahrpläne, die sich an den tatsächlichen Alltagsrealitäten der Menschen ausrichten. Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz möchte, möchte ich nicht noch einen Umweg über eine Stadt nehmen, über die Kreisstadt nehmen beispielsweise. Also es geht tatsächlich in dem Angebot auch darum, Umwege zu vermeiden und die Pendeldistanzen zu verkürzen. Wir können das ÖPNV-Angebot auch attraktiver gestalten, wenn wir Ride, Pooling und Sharing-Angebote integrieren. Entweder als Zubringer für den ÖPNV oder auch für die Feinerschließung oder vielleicht um auch eine Lücke zwischen zwei Strecken zu erschließen. Das sind Ansätze, die auf jeden Fall den ÖPNV zukünftig attraktiver machen können. Für ein CO2-armes Pendeln ist dann natürlich auch wichtig, dass die Busflotten, die kommunalen, die es gibt, auf Elektroantrieb umgestellt werden und dass wir pendlerfreundliche Tarifstrukturen haben. Also beispielsweise, dass wir nicht, wenn wir große Gewerbegebiete außerhalb der Kernstadt haben, einen Tarifwechsel haben, was dann das Pendeln wieder teurer oder unbequemer macht. Grundsätzlich kann man sagen, dass es in den Kommunen eine größere Sensibilität dafür braucht, was die ÖPNV an Erschließungen angeht. Das heißt, wenn in Kommunen Gewerbegebiete ausgewiesen werden oder neue Arbeitsstandorte entwickelt werden, tatsächlich frühzeitig sofort an eine gute ÖPNV-Erschließung zu denken, auch mit genügend Haltestellen, sodass wir wirklich eine Alternative haben zum Auto. Eine andere Alternative kann das Pedelec sein und das Fahrrad. Wir haben einen großen Absatz an Pedelecs. Pedelecs erfreuen sich einer großen Beliebtheit, und
auch die Pedelecs lassen Raumwiderstände schwinden und erhöhen die Entfernungstoleranzen und lassen weitere Reichweiten zu beim Pendeln mit dem Fahrrad. Es gibt eine Studie von Pendlerrad, die hat herausgefunden, dass die Zufriedenheit mit der eigenen Pendelsituation bei den Radfahrern am höchsten ist. Selbst viele Autofahrer würden lieber mit dem Rad zur Arbeit fahren. Ja, jetzt kann man sagen, das ist so eine soziale Erwünschtheit in so einer Antwort. Das mag sicherlich richtig sein. Die Hauptgründe, warum die Autofahrer es dennoch nicht tun, sind, dass die Wege dann tatsächlich oft zu weit sind, ist das Argument der Zeit und des Schwitzens. Das gibt aber auch Anreize, die die Arbeitgeber dem hier entgegensetzen können, einfach durch die entsprechenden Umkleidemöglichkeiten und sichere Abstellanlagen für das teure Pedelec oder auch solche Angebote wie Jobradleasing sind Angebote der Arbeitgeber, die dazu führen können, dass auf den kleineren Distanzen es zu einer Verlagerung auf den Radverkehr kommt. Ich habe gesagt, die Klimaeffekte sind nicht zu überschätzen. Grundsätzlich würde ich sagen, jede Tonne zählt. Szenarien, die es gibt, zeigen, dass es nicht die einzelne Maßnahme gibt, sondern es muss ein ganzes Bündel von Maßnahmen geben. Ich halte diese Maßnahme auch deshalb für wichtig und richtig, sich auf das Thema Ausbau von Radinfrastruktur zu konzentrieren, weil es gerade im Nahbereich dazu führen kann, dass wir weniger Nachfrage oder dass wir weniger Distanzen mit dem ÖPNV zurücklegen und dass der ÖPNV dann wieder dadurch verstärkte Kapazitäten hat. Also wenn ich sag mal, die Leute, die ihre 5-Kilometer-Distanz immer mit der U-Bahn oder der S-Bahn fahren, jetzt die mit einem Fahrrad oder einem Pedelec zurücklegen, führt das zu erhöhten Kapazitäten. Bessere Infrastruktur ist dafür zu errichten durch Radschnellwege, Fahrradstraßen sowie Radwege auch außerorts. Es ist, was wir sehen, ist, dass die Städte und die Kommunen sehr gut oder auf einem richtig guten Weg sind, was den Radwegeausbau innerorts angeht. Außerorts ist es tatsächlich schwierig. Auch da sind die Wege oft gar nicht mal so weit, aber wenn ich auf einer viel befahrenen Landstraße keinen Radweg habe, traue ich mich vielleicht auch nicht aufs Rad. Es braucht dafür eine systematische Radverkehrsförderung in der Kommune und ein gezielter Infrastrukturausbau auch außerhalb der Kernstädte. So, die Unternehmen können die Mobilität ihrer Mitarbeitenden beeinflussen. Da sind wir beim betrieblichen Mobilitätsmanagement. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich habe jetzt hier ein paar Grafiken aus einer Studie von Agora Verkehrswende. Die haben eine sehr schöne Studie zur Wende im Pendelverkehr herausgebracht, die ich auch hier tatsächlich mal ans Herz legen kann. Das Mobilitätsmanagement ist auch eine geeignete Maßnahme, um tatsächlich die Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen. Ich habe schon Ansätze wie das Jobradleasing und Abstellanlagen, Umkleidemöglichkeiten genannt. Die kann man immer belächeln, aber die Zahlen entsprechender Untersuchungen zeigen tatsächlich, dass das einen wirklichen Impact hat. Was auch einen Impact hat, ist das Jobticket. Das hier ist eine Untersuchung aus einer Dissertation, wo man die Verkehrsmittelnutzung von Berufseinsteigern auf dem Weg zur Arbeit untersucht hat. Und wir sehen, der Unterschied ist beträchtlich. Wird ein Jobticket angeboten, fahren nur 12% der Befragten mit dem Auto. Ohne Jobticket sind es 31%. Das ist insofern ein interessantes Ergebnis, weil der Berufseinstieg ein biografisches Ereignis im Leben einer Person ist oder auch ein Berufswechsel kann es genauso sein, wo die Verkehrsmittelwahl neu überdacht wird. Es ist also ein Zeitfenster für Veränderungen. Und zu diesem Zeitpunkt ein gutes Angebot an Alternativen zu haben, hat das positive Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl. Außerdem ist eine junge Berufsgruppe noch eine Gruppe mit geringerer Motorisierungsquote. Und wenn das so bliebe, wäre es ja auch gut. Ein weiterer Ansatz, wie Unternehmen die Mobilität der Mitarbeitenden beeinflussen können, insbesondere auch im Zusammenspiel mit Kommunen, sind die Parkplätze. Das ist ein Beispiel aus Österreich. Ich kenne immer nur Beispiele aus Österreich, wenn es darum geht, aber dieser Zusammenhang ist noch eklatanter und als der mit dem Jobticket. Habe ich am
Arbeitsplatz, ein Pkw-Parkplatz oder nicht, hat einen großen Einfluss auf die Verkehrsmittelwahl. Sie wirkt sich auf die Verkehrsmittelnutzung aus. Also hier sind Unternehmen tatsächlich, gibt es Ansatzpunkte für Unternehmen, vielleicht auch im Zusammenspiel mit Kommunen, die Kommunen, die ein gesamtstädtisches Parkraummanagement haben, diese Ansätze weiterzuentwickeln. Hier sind wir auch schon so bei einer möglichen Allianz, wie man CO2-frei oder CO2-armes Pendeln fördern kann. Denn wenn ich jetzt beispielsweise als Arbeitgeber das Parkplatzangebot für meine Mitarbeitenden einschränke, in der Umgebung aber kostenlose Parkplätze an ausreichendem Maß zur Verfügung stehen, hilft das natürlich auch nicht und die Bemühungen laufen ins Leere. Eine Schwierigkeit, die es gibt beim Pendeln und bei dem Finden von Lösungen und Alternativen ist schlicht die, dass der Pendelverkehr nicht an der Stadtgrenze aufhört. Das heißt, es braucht Allianzen zwischen Kommunen, es braucht Allianzen mit anderen Akteuren, damit man das Problem gemeinsam behandeln kann. Dass wir eine integrierte Planung brauchen, dass wir Siedlungsentwicklung, Verkehrsentwicklung zusammendenken müssen. Das ist im Prinzip seit Jahrzehnten bekannt, in der Theorie vielfach beschrieben und in der Praxis ist dem gemeinsamen Handeln sind doch immer wieder Grenzen gesetzt. Es gibt mittlerweile tatsächlich viele gute Verbünde und Initiativen, wo das funktioniert. Aber es gibt es auch immer wieder, dass es schlicht oft den politischen Willen einer Zusammenarbeit nicht gibt und dass man sich vielleicht auch gar nicht mit seiner Nachbargemeinde zusammentun will oder sich konkurrierend vielleicht auch noch aufstellt. Was zu tun ist, klingt erstmal einleuchtend. Also wir brauchen den politischen Willen, wir brauchen ausreichende Ressourcen, sowohl finanzieller als auch personeller Art. Wir brauchen einen Austausch und eine Vernetzung mit sämtlichen Akteuren und Stakeholdern, mit anderen Kommunalverwaltungen beispielsweise, mit Verkehrsverbünden, aber auch mit Arbeitgebern, großen Arbeitgebern vor Ort. Wir müssen es gilt, Multiplikatoren zu identifizieren. Ja, und es gilt auch einfach die integrierten Pläne, die es oft gibt, die es eigentlich, würde ich sagen, fast überall gibt, umzusetzen. Wir wissen es funktioniert oft doch nicht. Ich denke darauf werden wir gleich auch nochmal in der Diskussion zu sprechen kommen. Was ich abschließend sagen möchte, ist, dass, was ich auch schon eingangs gesagt habe, nur gute Angebote alleine reichen nicht. Es braucht neben Pull-Maßnahmen, also den guten Angeboten, auch Push-Maßnahmen, das heißt, die Menschen etwas, ich sag mal, mehr aus dem Auto schubsen und dafür braucht es schlicht auch die Unterstützung vom Bund. Das können Kommunen auch nicht alleine. Dazu gehört der Abbau von Privilegien des privaten PKWs. Ich nenne hier beispielsweise das Dienstwagenprivileg und die Dieselsubventionen, die es immer noch erleichtern und vor allen Dingen vergünstigen, mit dem eigenen PKW unterwegs zu sein. Für die Kommunen braucht es mehr Handlungsspielräume, dass sie ihre Maßnahmen besser und eigenständiger umsetzen können. Dafür braucht es Änderungen im Straßenverkehrsgesetz und im Straßenverkehrsrecht. Ich nenne hier beispielsweise Tempo 30 und ich nenne, Kommunen haben ganz oft noch das Erfordernis, dass wenn sie eine Maßnahme umsetzen wollen, unglaublich komplizierte Begründungszusammenhänge oder das begründen müssen, kompliziert begründen müssen, warum sie das tun wollen. Und das verlangsamt das Tempo, es erschwert den Kommunen die Arbeit. Und hier ist tatsächlich Unterstützung vom Bund gefragt. Genau, und dann kann man, das Gleiche gilt dann für Zugfahrtsbeschränkungen und Parkraummanagement. Das sind Push-Maßnahmen, die auch in der Hand der Kommunen liegen, die einfach dazu führen können, dass es einfacher wird, Alternativen zum PKW zu nutzen. Ich komme damit zum Schluss und ich hoffe, dass ich Ihnen genug Denkstoff gegeben habe, Ihnen benannt habe, wie groß die Herausforderungen sind, dass die Lösungen im Grundsatz bekannt sind, aber auch aufzeigen konnte, wo die Handlungserfordernisse noch sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und befreie Sie von meinen Folien.
Anne Klein-Hittpass, ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich glaube, Sie haben das alles erfüllt. Sehr, sehr gut. Sehr interessant. Vielen Dank. Und das trifft auch das, was im Chat gerade besprochen wird oder auch gefragt wird. Da fragt zum Beispiel jemand oder sagte, Verkehrsentwicklungspläne werden in der Regel auf kommunaler Ebene erstellt und damit wird der Pendelverkehr nur unzureichend abgebildet. Das ist ja auch das, was Sie angesprochen haben. Jemand anderes fragte, ich wohne sehr ländlich, hier wird jeder Meter mit dem Auto gefahren. Wie kann man das ändern? Das müssen wir auch weiter uns weiter anschauen, wollen wir uns auch weiter anschauen. Wir merken uns viele Ihrer Fragen, nehmen das mit in die Diskussionsrunde, meine Damen und Herren, und wir fragen im Nachgang alle versprochen, ob die Präsentationen auch zur Verfügung gestellt werden können. Anne Klein-Hittpass, wir sehen Sie gleich wieder. Ich sage erstmal herzlichen Dank bis hierher und gerne. Bis gleich. Und wir, meine Damen und Herren, schauen jetzt mal mit den dreien, die von ihren Erfahrungen aus der Praxis berichten können, was sich wirklich machen lässt. Und wir machen das mit. Ich freue mich sehr, Professor Martin Haag, Baubürgermeister der Baden-Württembergischen Universitätsstadt Freiburg mit 230.000 Einwohnerinnen. Er ist auch für Verkehr zuständig. Früher hat er schon das Institut für Mobilität und Verkehr an der TU Kaiserslautern geleitet. Heute arbeitet er an einem, ja, gefragten Planungsinstrument, dem Klimamobilitätsplan. Vieles soll in den nächsten 8 Jahren schon in Freiburg anders werden. Parkplätze etwa teurer und so weiter. Das Ziel, die CO2-Emissionen im Verkehr bis 2030 um 40% mindern im Vergleich zu 2010. Wie die Debatten laufen, besprechen wir. Herzlich willkommen, Martin Haag. Und Ron Böhme ist bei uns. Er leitet beim Mitteldeutschen Verkehrsverband MDV den Fachbereich Verkehrsplanung und sorgt mit dem Projekt Muldental in Fahrt für Aufsehen. Der MDV ist einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Verkehrsverbund mit einem Modellvorhaben zur Steigerung des Busangebotes im Stundentakt. In der sächsischen Region Muldental leben 100.000 Menschen, die Ron Böhme für den ÖPNV jetzt gewinnen will. Logisch, dass die Fahrt dann nicht mehr eine Weltreise sein darf, weil nur ein-, zweimal am Tag der Schulbus kommt. Wie alles vorankommt, wie er das macht, sagt er uns. Ron Böhme, schön, Sie zu sehen. Und mit in der Runde ist Regina Demtschenko, Projektleiterin Mobilität und Umwelt beim Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Prien am Chiemsee. Sie berät Unternehmen und Kommunen, wie sich die Mobilität der Mitarbeitenden organisieren lässt, forscht zu betrieblichem und regionalem Mobilitätsmanagement. Die Zeiten des guten alten Werkbusses sind ja irgendwie vorbei. Die Frage ist, was die Alternativen sind und lassen sich Firmen überhaupt als Verbündete für den Umbau hin zu klimafreundlicher Mobilität gewinnen? Und wenn ja, warum? Was treibt sie? Das wollen wir von ihr wissen. Regina Demtschenko, großartig, schön, dass Sie dabei sind. Und wir machen das zunächst, meine Damen und Herren, so ein bisschen wie beim Speed-Dating, bleiben der Reihe nach bei jedem von Ihnen so 3 Minuten. Dann können Sie so ein wenig erzählen auch über Ihre Erfahrung, was gut läuft, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Und Martin Haag, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Was ist ehrlich gesagt der entscheidende Vorteil von einem Klimamobilitätsplan? Diskutiert man da nicht erstmal ewig hin und her? Ja, zunächst mal herzlich willkommen und Grüße aus Freiburg. Ich mache jetzt mal nicht, was Kommunalpolitiker sonst immer machen. Er hat nämlich erzählt, was sie alles schon Tolles gemacht haben. Da könnte ich jetzt zwar auch ein bisschen was erzählen, aber tatsächlich sind wir in Freiburg auch weit weg von klimaverträglicher Mobilität. Und ich möchte stattdessen mal drüber reden, was wir tun in der Zukunft. Und möchte Ihnen da ein bisschen Einblick geben in den Klimamobilitätsplan. Und hoffe, dass jetzt mein Bildschirm gleich zu sehen sein wird, und zwar in voller Gänze, sodass Sie das auch nachvollziehen können, was ich Ihnen gleich erzähle. Wir haben diesen Klimamobilitätsplan in Freiburg deshalb gemacht, weil wir glauben, dass wir tatsächlich mehr Tempo in das Thema reinbringen müssen, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ja alles nicht schlecht war, aber dass es einfach nicht reicht. Und deshalb haben wir jetzt nochmal umfassend alle Handlungsoptionen untersucht, die uns sinnvoll erschienen, um das Thema Klimaschutz beim Thema Mobilität tatsächlich auch nach vorne zu bringen. Was wir wirklich wollen, ist jetzt auch nicht über Themen diskutieren, die in 20 Jahren sind, was man alles machen könnte, ja, wenn man nur alles hätte, sondern wir wollen tatsächlich sagen, was geht in den nächsten 8 Jahren?
weil ich glaube, dass wir einfach jetzt handeln müssen und dass wir schnell sein müssen und dass wir uns nicht über Dinge unterhalten müssen, die in 10, 15, 20 Jahren sind, sondern wir müssen eigentlich jetzt die nächsten Jahre nutzen. Und deshalb liegt auch der Fokus auf tatsächlich rasch umsetzbaren Dingen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir werden jetzt im Juni diesen Klimamobilitätsplan beschließen im Gemeinderat. Davon gehe ich jedenfalls aus, dass es klappt. Das weiß man zwar nie, aber das hoffe ich jetzt mal. Und die ersten Projekte, Stadtbahnausbau, Radfuß, aber auch Parken sind bereits in der Umsetzung. Ich möchte Ihnen aber auch ein bisschen sagen, sozusagen, was sind denn die Ergebnisse, wenn man das jetzt mal fokussiert. Und das Erste, was ich jetzt gleich mal sagen möchte, ich weiß jetzt, das kommt jetzt vielleicht nicht so gut in der Veranstaltung, ich glaube, der Fokus auf den Beruf- und Ausbildungsverkehr, der schadet eher. Das ist zwar ein wichtiger Bereich, aber er reicht natürlich bei weitem nicht. Wir müssen den Freizeitverkehr in den Blick nehmen, der den Berufs- und Ausbildungsverkehr in der Zwischenzeit, was das Thema Klimarelevanz komplett überholt hat und der viel wichtiger ist als das Thema Berufs- und Ausbildungsverkehr. Also das Thema Pendeln ist okay, ist wichtig. Da sind wir, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Da gibt es auch noch viel zu tun, aber beim Freizeitverkehr sind wir grottenschlecht. Das Zweite ist, wir müssen aus dem kommunalen Handlungsrahmen raus. Wir müssen raus in die Region, hat Anne Klein-Hittpass ja gerade schon gesagt. Das wiederholt sich jetzt auch teilweise. Und wir müssen auch sehen, dass wir Maßnahmenpakete brauchen. Der Klimamobilitätsplan zeigt auch, die kann man finden. Und wenn man sich dann mal anguckt, was wirklich am meisten bringt, jetzt kurzfristig, dann tritt auch eine gewisse Ernüchterung ein, sage ich jetzt mal. Es bringt sehr viel, die Elektrifizierung der Pkw-Flotte und der Busflotte. Es bringt auch sehr viel, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, das Thema Parken inklusive Gebührenerhöhung, Ausweitung der Bewirtschaftung, Umwidmung von Parkflächen, also die klassischen Push-Maßnahmen, die bringen in der Tat sehr viel. Und die weiteren Reduktionen liegen natürlich auch tatsächlich im regionalen Verkehr und, was ich mir wünschen würde, in einer abgestimmten Verkehrspolitik zwischen Bund, Land, Region und Kommune. Da sind wir allerdings momentan sehr, sehr weit weg. Und um vielleicht nochmal die Diskussion ein bisschen anzufeuern, dann für später würde ich jetzt noch gleich drei Folgerungen für mich nochmal machen. Das erste ist immer die Frage, ja, was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Brauchen wir eine neue App oder müssen wir einfach nur klassisch weiterplanen? Brauchen wir neue Motortechnik oder ist das Auto überhaupt nicht mehr etwas, über was wir nachdenken? Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen klassische Verkehrsmobilitätsplanung fortsetzen, integrierte Stadt- und Verkehrsplanung, auch Ausbau der Infrastruktur für Straßenbahn, für den ÖPNV, auch für Fuß und Rad. Aber wir brauchen klimaneutrale Antriebstechniken. Wir brauchen mehr Elektromobilität, auch im Pkw-Verkehr, sonst werden wir es nicht schaffen. Das ist eine klare Botschaft aus dem Klimamobilitätsplan. Das Zweite, was ich Ihnen nochmal nahebringen möchte, ist das Thema Region. Das sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu, weil das hat Anne Klein-Hittpass eigentlich hervorragend dargestellt. Und dann nochmal zu dem wunderschönen Thema Push oder Pull und oder Pull. So, und ich sage, es geht nur mit mehr Push-Maßnahmen. Wir müssen Flächen neu denken. Wir müssen sie den Parkraum bewirtschaften. Wir brauchen möglicherweise einen Mobilitätspass, der ja einen Push- und Pull-Effekt hat. Und wir müssen aus dem Thema reine Angebotsverbesserungen für Fuß, Rad und öffentlicher Nahverkehr müssen wir rauskommen. Und der letzte Punkt, den ich auch nochmal gerne loswerden möchte, ich vertrete ja auch die Politik hier in der Runde, das ist die Frage Handeln oder Überzeugen. Auch ein schönes Thema, über das man lange diskutieren kann. Ich möchte mal ganz kurz meine Gedanken zusammenfassen. Zunächst mal brauchen wir Maßnahmen mit einer hohen Wirksamkeit, die auch noch schnell umzusetzen sind. Und das war da nicht unbedingt das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Weder waren die Maßnahmen von einer hohen Wirksamkeit, noch waren sie schnell. Das heißt, wir müssen schneller werden. Wir müssen auch Maßnahmen angehen, die vielleicht unbequemer sind, die schwieriger sind. Und da ist die Frage, wie setzen wir die um? Und da meine ich schon, dass das Thema Akzeptanz auch wichtig ist. Wir leben in einer Demokratie, aber wir müssen natürlich schon noch sagen, es wird nicht möglich sein, 95% immer hinter sich zu kriegen. Ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Wir müssen uns aber auch von einem anderen Gedanken verabschieden. Das möchte ich jetzt auch mal in die Runde sagen. Die Verkehrswende ist tatsächlich komplex und konfliktiv. Und ich kenne auch viele Vereinfacher, die sagen, ihr müsst nur das machen, ihr müsst nur das machen, ihr müsst nur das machen. Das hilft ehrlich gesagt auch nicht. Verkehrswende ist ein richtig anstrengender politischer Prozess. Da helfen auch keine Bürgerräte oder wenn ich das heute lese, was die letzte Generation veröffentlicht hat, da kriege ich einfach Gänsehaut. Die Demokratie
neu updaten. Da muss ich sagen, das wäre mit mir nicht zu machen, sondern wir müssen tatsächlich dafür werben, dass diese Gesellschaft, die wir wollen, diese Mobilität, die wir wollen, dass sie auch mehrheitsfähig ist in diesem Land. Ich glaube, das kann man schaffen. Wenn man tatsächlich gute Angebote macht, wenn man tatsächlich auch zeigt, was es bedeutet, zum Beispiel weniger Parkraum in der Stadt zu haben und dafür mehr öffentlichen Raum und mehr Lebensqualität. Danke. Martin Haag, ganz herzlichen Dank Ihnen. Man muss als Politikerin, als Politiker ganz gut gestählt sein, aber auch eben gut abschätzen, was man bieten möchte und kann, oder? Ja. Okay, die Bürgerinnen und Bürger eben mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal, meine Damen und Herren, 500 Kilometer Luftlinie von Freiburg und dem Schwarzwald weg nach Leipzig in Sachsen, genauer ins Umland und zu Ron Böhme. Ron Böhme, bisher ist im ländlichen Raum das Angebot am Linienverkehr ja nicht so attraktiv und für die Kommunen auch unwirtschaftlich. Sie wollen das jetzt ändern. Was sind denn so Ihre Lessons learned und wie teuer ist das auch? Aber wir hören Sie noch nicht. Wir hören Sie noch nicht, Ron Böhme. Das Mikro ist aus. So, jetzt mein Mikro ist jetzt an. Hallo und herzlich willkommen auf der Dübener Heide im Norden von Sachsen. Ich wohne also selber im total ländlichen Raum und berichte Ihnen jetzt über ein wirklich innovatives Projekt, was wir beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund, wir sitzen in Leipzig übrigens, entwickelt haben. Ländlicher Raum, ÖPNV, ist bisher ein Thema, was die meisten im Kopf nicht zusammenbringen und auch, ehrlich gesagt, in unserer Branche lange Zeit ein sehr umstrittenes Thema war. Wir haben als Verkehrsverbund, haben also zwei Landkreise in Sachsen, zwei in Sachsen-Anhalt und einen im Altenburger Land, sitzen wir so in tiefsten Ostdeutschland, Mitteldeutschland genau genannt, und haben vor ein paar Jahren versucht, gemeinschaftlich das Thema ÖPNV Schwung zu geben. Es war am Anfang, ehrlich gesagt, nicht so einfach, wirklich Verbündete zu finden, weil viele nicht daran glauben, dass wir im ländlichen Raum was holen können. Wir hatten also die Ausgangsbasis, dass 90% der ÖPNV-Mittel des Landkreises Leipzig in den Schülerverkehr geflossen sind. Eine Gruppe von 10% der Einwohner. Also völlig ein Disverhältnis eigentlich zwischen Einwohnerzahl und dem, was angeboten wurde. Klar, die Schüler brauchen ihre Mobilität, aber sie sind nicht die einzigen Einwohner. Für den Rest blieb eigentlich nichts mehr übrig. Wir haben gesagt, wir starten hier ein Projekt, wir probieren das aus, wir lernen hier, weil wir davor hatten wir jahrelang geübt, wie können wir optimieren. Und optimieren hieß leider immer das Negative, wie können wir noch was einstellen, wie können wir noch was reduzieren. Hier haben wir gelernt, wie können wir ein attraktives Angebot ausbauen. Und schon mal vorweggegriffen, das war der erste Meilenstein, und zwar sind dadurch weitere Projekte im gesamten Mitteldeutschen Verkehrsverbund entstanden, die das kopiert haben und weitergemacht haben, weil die Bürger, die erst skeptisch geschaut haben, was machen die denn da im Muldental, ist völliger Quatsch, das nimmt sowieso keiner an, plötzlich in den Nachbarteilen des Landkreises Leipzig und dann auch in den Nachbarlandkreisen das Ganze so haben wollten. Und übrigens ist es darin gemündet, dass der Freistaat Sachsen, der sich bisher an der ÖPNV-Finanzierung komplett verweigert hatte, zumindest im Betrieb die Finanzierung mit darzustellen, hat darauf 2019 dann ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem regionale Busverkehr aller Muldental in Fahrt in ganz Sachsen gefördert werden. Also wir haben damit richtig was in Schwung gebracht. Was haben wir gemacht? Wir haben also den gesamten ÖPNV, so wie er 25 Jahre irgendwie wild gewachsen war, einmal komplett beiseite geschoben. Wir planen komplett neu. Wir haben in Leipzig, von Leipzig ausgehend, sternförmig sehr viele gut ausgebaute Eisenbahnlinien. Die sind unser Grundnetz. Aber nicht jeder Ort liegt an der Eisenbahnlinie und auch nicht jeder wohnt in einem Bahnhof, sondern er muss irgendwie zu diesen Bahnen kommen. Und manchmal will er auch, wie es vor uns im Vortrag von Frau Klein-Hilpers auch hieß, nicht unbedingt nur ins Oberzentrum oder nur ins Mittelzentrum. Wir haben also alle Buslinien so strukturiert, dass sie einerseits auf die Bahnen ausgerichtet sind, dass sie also vor der Bahnabfahrtzeit ankommen, danach wieder abfahren und auch untereinander systematisch vernetzt sind. An allen Knotenpunkten, wo sich mehrere Linien treffen, sind die Linien also so gestückt, dass alle Busse kurz ankommen, anhalten, man umsteigen kann und wieder systematisch auseinanderfahren. Das Angebot ist jetzt systematisch zwischen 5 und 21 Uhr im 1-Stunden-Takt und auf den schwächeren Linien im 2-Stunden-Takt
so strukturiert worden, dass Sie wirklich diesen gesamten Raum kreuz und quer fahren können. Sie müssen nicht nur zu den Eisenbahnen, Sie müssen nicht nur ins Mittelzentrum, Sie können von jedem Ort zu jedem Ort fahren. Das ist das Angebot, die Angebotsseite. Das Zweite ist, wir brauchen deutlich, deutlich mehr Haltestellen. Wenn wir jemand sagen, stellen Sie Ihren Pkw mal einen Kilometer von Ihrem Wohnhaus entfernt, zeigt Ihnen jeder der Vogel. Das war aber der Zustand, wenn Sie bei uns mit dem Bus gefahren sind. Von Dorf zu Dorf gab es genau eine Haltestelle. Wenn Sie zum Friseur oder zum Friedhof fahren wollten, ging gar nicht, weil der Bus dort nicht gehalten hat, sondern aus dem nächsten Dorf wieder. Wir mussten also die Anzahl der Haltestellen deutlich erhöhen, sodass man also auch kürzere Wege zu den Haltestellen bekommen hat, um einigermaßen konkurrenzfähig zum Pkw zu sein. Und dann die Haltestellen natürlich auch dort platzieren, wo wir sie brauchen, weil unsere Genehmigung, die öffentliche Hand auch teilweise, auch die Polizei, die mit ins Gespräch kam, am besten die Haltestelle dort, wo sie nicht stört, am besten am Ortsrand unterbringen, war so das Thema bisher immer. Nee, wir müssen mitten in die Orte rein, wir müssen dort, wo die Ärztezentren sind, wir müssen dort, wo die Supermärkte sind, wir müssen dort, wo die Gewerbetreibenden sind. Genau dort müssen wir mit unseren Haltestellen hin. Und manchmal stören wir da auch. Und da muss auch mal der eine oder andere Pkw-Stellplatz weichen. Ja, und wir müssen natürlich abends auch länger fahren. Wir müssen am Wochenende fahren. Herr Haag hat es vorhin sehr richtig gesagt, Freizeitverkehr ist ein wichtiges Thema. Wir versuchten mit Muldental einen Fahrt, und ich glaube, es ist gelungen, nicht nur den Schülern, die nach wie vor mit uns glücklich sein sollen, sondern auch den Pendlern ein Angebot machen, aber auch dem Freizeitverkehr und auch dem Erledigungsverkehr, dass wir alle diese Gruppen mit einem systematischen Stundentaktnetz in dem Muldental im Fahrtgebiet glücklich machen können. Was ist passiert? Ich habe hier Zahlen von, was nach einem Jahr passiert ist. Nach anderthalb Jahren sah es noch besser aus. Wir haben in diesem Gebiet 20% mehr Fahrgäste locken können in die Busse. Das ist relativ schnell. Normalerweise dauert es länger, bis sich Leute auf das Wagnis des ÖPNVs einlassen. 20% ist für uns eine super Zahl. Und wir müssen sagen, im Nachbargebiet, ich habe das auf der Karte hier mal dargestellt, da haben wir nichts gemacht. Da ist das Angebot so wie bisher weitergelaufen, wie die letzten 25 Jahre. Dort passierte dann das, dass die Fahrgastzahlen deutlich nach unten gingen. Einfach, es war nicht attraktiv, das Auto war besser und es gab auch insgesamt in diesem Gebiet eine Schrumpfung der Einwohnerzahlen. Die Stadt Leipzig zog also auch deutlich Einwohner ab aus diesem Gebiet. Und dem konnten wir Muldental in Fahrt entgegenwirken. Übrigens, das rote Gebiet haben wir jetzt im letzten Jahr das Verkehrsangebot jetzt auch noch verbessert und wir werden jetzt doch diesen Schritt auch nachvollziehen, den wir in Muldental in Fahrt schon gemacht haben. Ja, und wenn ich jetzt noch eine Folie weiterschalte, wenn ich das hinbekomme, ist mein Mauszeiger gerade verschwunden, dann kann ich Ihnen nämlich noch kurz sagen, wir haben nämlich in diesem Projekt auch die Erfahrung gemacht, dass wir bisher immer zu sehr an diesen Endkunden gedacht hatten. Aber das Thema Gewerbe, wir haben zwar Haltestellen dorthin gebracht, aber kamen nie ins Gespräch mit den Gewerbetreibenden. Wir wussten nicht, was deren Bedürfnisse sind. Wir wussten gar nicht, wann in der Schichtwechselzeit sind und wo die deren Mitarbeiter herkommen. Wir haben beim Verkehrsverbund zentral und nicht bei den einzelnen Kommunen betriebliches Mobilitätsmanagement aufgebaut. Und wir haben in einer Riesenuntersuchung 160 große Gewerbestandorte analysiert, untersucht, wie sind diese im ÖPNV bisher schon angebunden? Und haben festgestellt, haben die in vier Gruppen gegliedert. Erste Gruppe, die Rahmenbedingungen sind eigentlich schon super, nur oftmals wissen es die Gewerbetreibenden gar nicht. Zweite Gruppe, wir haben zwar schon eine ganz gute Bedienung von der Fahrthäufigkeit, aber die Haltestellen sind zu weit weg. Das lässt sich mit relativ wenig Geld lösen. Dritte Gruppe, zwar eine gute Erschließung, eine gute Haltestellenlage, aber ganz wenig Fahrten, das ist relativ schwierig. Und die letzte Lage ist ein Riesenhandlungsbedarf. Da müssen wir noch ran. Da können wir im Moment noch nichts verkaufen. Und die Fazit ist, dass wirklich fast die Hälfte der Gewerbestandorte und über mehr als die Hälfte der Mitarbeiter eigentlich schon richtig gut im ÖPNV angebunden sind. Und da haben wir jetzt die Blaupause, wo unsere Kollegen, wo wir im betrieblichen Mobilitätsmanagement jetzt ausströmen und den Betrieben und den Firmen mitgeben, wo können Sie Ihre Mitarbeiter in den öffentlichen Verkehr motivieren? Und hier mal ein paar Zahlen. Also wir glauben, wenn wir nur die ersten beiden Gruppen, wo das Angebot gar nicht so schlecht ist, wenn wir die dort 5-15% der Mitarbeiter gewinnen können, wären das für unser System 2.500 bis 6.500 Fahrgäste und 3 bis 8 Millionen zusätzliche Tarifeinnahmen für unseren Raum.
Und natürlich, ganz interessant, auch 7.500 Tonnen CO2 im Jahr, die dadurch eingespart werden können. Das ist das Potenzial, was gehoben werden will. Damit haben wir jetzt in diesem Jahr gestartet. Und damit schließe ich erstmal kurz meine Einführungen. Dankeschön erstmal. Ron Böhme, ganz herzlichen Dank. Da bewegt sich richtig was. Sehr gut. Wir sind auf der Suche nach diesen guten Beispielen und haben gehört, dass die Wirtschaft durchaus ein Verbündeter sein kann. Regina Demtschenko. Vor einiger Zeit hat mir mal jemand erzählt, ein Chef eines Unternehmens für Wasserstoffantriebe aus Burgwedel bei Hannover, Anschluss an die A7, super, attraktiver Gewerbestandort. Aber er sagte, dann kommen die jüngeren Bewerber, die Fachkräfte, die ja nun auch viele Leute gewinnen wollen, zu ihnen mit dem Zug. Und dann kommen sie vom Hauptbahnhof nicht zum Gewerbegebiet. Also hat sich einer auf den Weg gemacht zu Fuß. Es regnete, er stand wie ein nasser Tropf in seinem Büro und sagte dann, wie bitte, hier soll ich arbeiten? Niemals. Hören Sie sowas öfter? Und wie denken die Firmen jetzt die Mobilität dann auch vor? Ist der Druck größer geworden? Also erstmal herzlich willkommen. Hallo, hier jetzt diesmal aus dem ländlichen Raum im Süden. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also in der Regel kommt das bei unseren Projekten nicht ganz so oft vor, weil man ja vorher weiß, wo man sich bewirbt und wie die Anbindungen sind. Da kann man ja vorher damit planen. Aber es ist vollkommen verständlich. Und das ist, sag ich mal, eins der Hauptauslöser von Betrieben, damit die überhaupt, also sich überhaupt mit betrieblichem Mobilitätsmanagement beschäftigen. Es sind zwar manchmal, sag ich mal, die weicheren Hintergründe, dass man sagt, man möchte sein Image aufbessern, beispielsweise auch potenziellen Auftragnehmern gegenüber nach außen. Aber meistens ist es tatsächlich eher der Fall, dass sich damit befasst wird, wenn entweder die Parkplätze fehlen oder die Verbindung sehr, sehr schlecht ist. Von daher ist das vollkommen verständlich. Aber die Unternehmen, die haben ja grundsätzlich sehr viele Möglichkeiten, wie sie dem entgegenwirken können. Und die beziehen sich auf unterschiedlichste Bereiche, auf unterschiedliche Verkehrsmittel, ob das Bus und Bahn ist, ob das Radverkehr ist. Und auch für die letzte Meile oder erste und letzte Meile gibt es genügend Alternativen, sage ich mal, die das Unternehmen auch selber vorantreiben kann im betrieblichen Mobilitätsmanagement. Und da muss der Wille und die Bereitschaft da sein. Was würden Sie zum Beispiel vorschlagen? Naja, das kommt darauf an natürlich. Also ganz, ganz wichtig beim betrieblichen Mobilitätsmanagement ist immer der Mitarbeiter, also dessen Bedarfe. Ohne die ermittelt zu haben, würde ich jetzt auf den Schlag tatsächlich nichts empfehlen. Das ist quasi eher mein Appell, nach den Mitarbeitern zu gehen. Die sind nämlich sehr, sehr individuell. Die Bedarfe sind individuell. Es gibt Personen, die können gar nicht auf Auto verzichten. Es gibt Personen, die haben Transportbedarf oder private Erledigungen und Co. Und das muss man wirklich an denen dann ausrichten. Aber Möglichkeiten wären beispielsweise, den Radverkehr zu fördern, Mikromobile, Shuttlebusse, vielleicht auch dann eben mit alternativen Antrieben. Also genug gäbe es, um sowas zu überwinden. Aber es gibt auch noch Hürden, oder? Ich hörte neulich, oder Lars, von einem Unternehmen in Bayern, in Dachau. Das hat für Aufsehen gesorgt, weil es sich vergrößern, dafür umziehen wollte und am neuen Standort dann aber weniger Parkplätze vorsehen wollte, weil die Mitarbeitenden sowieso schon mit dem Rad kamen oder mit dem Bus oder dieses auf jeden Fall wollten. Und dann wurde dem Unternehmen gesagt, nein, aber das stimmt mit der Stellplatzverordnung der Gemeinde überhaupt nicht überein. Es gab ein riesengroßes Palaver. Man hat sich dann geeinigt, dass es einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gibt. Aber das macht sie alles nur schwieriger. Welche Hürden gibt es dann noch? Grundsätzlich würde ich es tatsächlich im ersten Moment bei dieser einen Hürde belassen. Also ich finde es wichtig, und wenn wir Mobilitätsplanungen machen für, sag mal, neuere Gebiete, die eben ausgebaut werden oder für neue Quartiere, dann wird die auch immer mit berücksichtigt. Und ich muss auch dazu sagen, aus Projekterfahrung hatte ich den Fall bisher noch nicht, weil es eher immer darum ging, das hatte ich vorher schon angemerkt, für das BMM ist ja häufig wirklich Parkplatzmangel der Auslöser. Das heißt, wir haben uns eher damit beschäftigt, immer den Parkraum zu optimieren oder die Nutzung des Parkraums zu optimieren, anstatt jetzt irgendwie Parkplätze zu verringern. Und ich sehe das so ein bisschen kontrovers. Einerseits finde ich das auch nicht richtig. Man müsste jetzt natürlich wissen, ob die Mitarbeiter einbezogen worden sind. Das ist genau der Punkt, den ich jetzt schon erwähnt hatte, dass über die Köpfe hinweg Mobilitätsmanagement zu betreiben einfach für mich nicht in Frage kommt und nicht sinnvoll ist.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich von regulatorischer oder gesetzlicher Seite gegebenenfalls ein Punkt zur Diskussion, vorausgesetzt, die Mitarbeiter werden dann auch inkludiert, ob man da nicht in Zukunft was ändern kann oder das flexibler gestalten kann. Denn im Sinne der Verkehrswende, sage ich mal, ist es ja nicht, dass wenn Unternehmen freiwillig, sage ich mal, die Plätze verringern wollen und das dann aber nicht dürfen. Und wenn jetzt Ron Böhme oder Martin Haag da mit der Wirtschaft ins Gespräch kommen wollen, sollen sie dann besser mit den Personalern sprechen oder direkt mit dem Firmenchef oder mit dem kaufmännischen Leiter? Mit wem reden die da? Puh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, man sieht, ich bin hier an den Nutzern und an der untersten Ebene ausgerichtet. Finde ich auch maximal wichtig. Also Erfahrungen haben auch gezeigt, dass man bottom-up solche Mobilitätskonzepte, dass die nicht erfolgreich sind in der Regel. Also im Prinzip, wenn die Geschäftsführung, Unternehmensleitung irgendwelche Maßnahmen beschließt, da kann noch so viel Commitment oder noch so viel Budget dahinter sein. Wenn die Mitarbeiter das nicht annehmen oder gar nicht annehmen können, aufgrund ihrer gewissen Einschränkungen, aufgrund ihrer Einstellungen, Verhaltensweisen vor allem, dann nützt das alles absolut nichts. Und wir hatten auch in Projekten den Fall, dass Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, Frau Demchenko, helfen Sie uns da bitte. Wir möchten betriebliches Mobilitätsmanagement jetzt einführen. Wir haben dort analysiert, was bisher gemacht worden ist. Und das waren schon einige Maßnahmen, also 4, 5 Maßnahmen, die Sie sich bereits angesehen haben, unter anderem das Jobticket. Uns wurde aber, oder wir wurden darum gebeten, das im Konzept nicht zu berücksichtigen, weil das nicht gut angenommen worden ist oder nicht erfolgreich war bei diesem speziellen Unternehmen, das ich gerade im Kopf habe. Die Mitarbeiterbefragung, die wir dann aber gemacht haben, hat ergeben, dass die Hälfte der Mitarbeiter nicht mal wusste, dass es Jobtickets gibt, dass es das Angebot an sich gibt und dass es auch einige gäbe, die das durchaus nutzen würden, also auch andere Angebote, die sie schon eingeführt hatten, wenn es gewisse Anpassungen gäbe. Von daher ist es immer so mein Appell, die unterste Ebene anzusehen. Also egal, wer jetzt dort angesprochen wird, es gibt ja auch Mobilitätsmanager im Unternehmen, mit denen kann man das schon ansprechen und klären, aber die Mitarbeiter sind da einfach der Stellhebel, also mit denen fällt und wächst das Konzept. Okay, vielen Dank, Regina Demchenko. Holen wir nochmal einen kleinen Hitpass mit rein und dann können wir nochmal in größerer Runde debattieren. Hier gehen ganz viele Fragen aus dem Publikum ein. Deshalb fangen wir damit gleich mal an. Und Ron Böhme, an Sie geht die Frage, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt, so schnell den ÖPNV auszubauen? Ja, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben also auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen natürlich. Wir haben uns einerseits erstens planerisch Fachleute geholt, aber insbesondere der kommunikative Prozess, den hatten wir total unterschätzt und auch den zeitlichen Aufwand. Wie oft, also ich weiß nicht, in wie vielen Abenden ich, mein Geschäftsführer oder auch die Geschäftsführer der regionalen Busunternehmen und auch der Bahnunternehmen dann in irgendwelchen im Kreistag in Ausschüssen saßen, in Gewerbegebieten waren, aber auch mit dem Infomobil unterwegs waren, abends in die Gemeinderäte gegangen sind und immer wieder zu werben, warum machen wir das eigentlich? Was ist der Vorteil? Und auch immer, wir sind in die Schulen gegangen. Wir hatten mit allein in dem Planengebiet 36 Schulen und hatten dafür mehrere Veranstaltungen, um auch jedes Mal diesen Vorteil individuell darzustellen. Weil jeder sieht immer nur seinen kleinen Ausschnitt und sagt, warum es nicht geht. Ist zwar unzufrieden, aber und wir haben dann jedes Mal individuell, das ist gut für die Schüler, das ist gut für die Eltern, das ist gut für die Lehrer, das ist gut für die Gewerbetreibenden. Also zum Beispiel, dass die Eltern ihre Kinder nachmittags nicht mehr zur AG fahren müssen oder nicht mehr zum Schwimmen oder zu den Freunden, weil die Schüler dann mit dem Bus fahren konnten, solche Argumente zum Beispiel gebracht. Wir sehen jetzt auch, dass das Thema Standortfaktor richtig gut zieht. Am Anfang wollte uns das keiner glauben, aber jetzt wird in der Immobilienbranche geworben, guter Anschluss mit dem Plusbus und der S-Bahn, wenn man Häuser verkauft werden soll im ländlichen Raum. Ist ein Ergebnis, das, was wir am Anfang zwar erhofft haben, aber nicht wussten, ob es wirklich ziehen wird. Okay, einen kleinen Hitpass. Wie sehen Sie das, diese regionalen Mobilitätskonzepte und Pläne, was kann man da jetzt genau anschieben, damit sie auch womöglich dann eine größere Verbindlichkeit bekommen? Hei. Schwierige Frage. Ich glaube erstmal, es klingt immer so banal, aber erstmal glaube ich, ist es ganz zentral, dass es eben einen solchen regionalen Plan gibt und dass alle Beteiligten auch das gleiche Ziel haben und auch das Interesse haben und auch das Commitment haben, genau
Maßnahmen verändern zu wollen und das zu tun. Es zeigt sich also bei uns auch in Projekten am DIFO, dass das manchmal dann gar nicht der Fall ist und jemand hinschmeißt. Also ich glaube tatsächlich, dass es in diesem Bereich, wie kriegen wir die Leute an einen Tisch, wir verständigen uns auf ein Ziel, dass da ganz zentral ist, erstmal anzusetzen. Und was würden Sie sagen, welche Rolle spielen eigentlich Mitfahrangebote? Das wird sehr stark diskutiert. Ne, im Schnitt sitzt 1,1 Personen, also keine zwei Personen in einem Auto. Was können Mitfahrangebote überhaupt bringen? Das ist auch eine gute Frage, finde ich. Also letztendlich liegen die Lösungen auch gerade im Bereich vom Sharing auf dem Tisch. Es gab schon tolle Apps, wo man Mitfahrangebote organisieren konnte. Es gibt Sharing-Angebote. Bei großen Unternehmensstandorten kann man sich im Prinzip ein Auto teilen, wie man das früher gemacht hat, wie ich das von meinen Eltern kenne. Ich glaube, dem entgegen steht der Trend zur Individualisierung. Jeder will es dann doch irgendwie gerne so machen, wie er es möchte. Und er möchte dann um 17.10 Uhr nach Hause und nicht schon um 16.55 Uhr. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was dem Ansatz des Sharings, sei es bei einer Mitfahrgelegenheit oder auch beim generellen Sharing oft entgegensteht, dass, ja, dass das Individuelle, der individuelle Wunsch oder das Individuelle, man hat sich ja auch so selbst optimiert, dass das dem einfach entgegensteht. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass man das auch anreizen könnte. Meine Damen und Herren, möchte jemand von Ihnen eine Frage stellen direkt an die vier hier? Dann heben Sie gerne die Hand. Derweil müssen wir ein Thema nochmal diskutieren, weil hier jemand fragt, oh, womöglich debattieren wir viel zu stark nur über Klimaplanungsinstrumente und so weiter. Geht es nicht mehr darum, die Leute auch irgendwie anzureizen und über das Thema anders zu reden und eben zu sagen, ey, ihr könnt auch anderes zum Ausflugslokal mit der Schwarzwaldtorte kommen. Was macht man da jetzt? Das ist ja, Boris Palmer hat es mal gesagt, als es um die Parkplatzgebühren in Tübingen ging, ein wirklich heiliges Blechle, dieses Auto. Muss man mehr über die Vorteile reden? Muss man mehr darüber reden, dass es auch darum geht, eben wie Sie gesagt haben, die Gesundheit zu schützen, die Ressourcen zu schützen, eine bessere Zukunft und ein besseres Leben zu haben. Martin Haag. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, wir müssen viel mehr über Lebensqualität reden, weil das etwas ist, was die Leute natürlich antreibt. Ich glaube, das Thema Klimaschutz ist inzwischen auch etwas, was die Leute antreibt, weil wir einfach gesehen haben, jetzt gerade die letzten Monate, was es bedeutet, wenn wir sozusagen weitermachen auf diesem Pfad. Aber natürlich noch mehr treibt die Leute an, weil auch solche Dinge wie das A-Hochwasser schnell wieder vergessen. Und deshalb treibt noch mehr die Leute an, wenn sie sehen, dass es tatsächlich für sie individuelle Vorteile hat. Und das ist ja heute ein sehr politischer Ansatz, weil du letztendlich ja die Leute auch davon überzeugen musst, dass das, was du machst, für sie selber auch einen echten Mehrwert bringt. Und insofern sind wir da schon auch dabei, tatsächlich auch zu demonstrieren, was das bedeutet. Wir haben jetzt zum Beispiel über die Parkflächendiskussion natürlich eine ganz neue Qualität auch in Stadtteile reingebracht. Wir haben jetzt ja auch höhere Anwohnerparkgebühren. Wir haben Umwandlung von Flächen gehabt, die dann auf einmal Aufenthaltsqualität haben. Und da hat es auf einmal auch Akzeptanz gegeben. Es gibt auch Widerstände, das muss man auch sagen, aber es gibt auch Akzeptanz, weil die Leute einfach sehen, da kommt eine neue Qualität in die Stadt, da kommt eine neue Qualität auch in ihr Leben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir noch viel stärker spielen müssen. Und ich sage auch mal, da muss ich vielleicht nicht mal unbedingt große Infrastruktur ausbauen, weil auf unseren Freiburger Radwegen hätten auch nochmal 30, 40, 50% mehr Platz. Die könnten da sofort fahren, da brauche ich eigentlich gar keinen neuen Radweg bauen, wenn die einfach nur im Kopf ein bisschen umdenken würden. Und ich glaube, dass man da das Thema, auch Marketing ist vorhin schon mal genannt worden, ich nenne es immer eher Information, Überzeugung, dass man das noch stärker einsetzen müssen, um die Leute auch zu bewegen, sich auch entsprechend zu verhalten. Ron Böhme, wie haben Sie das gemacht? Sie haben den Plusbus, Sie sind sogar der Erfinder des Plusbusses, eine richtige Marke, sind dafür auch ausgezeichnet worden. Wie viel muss man in Marketing stecken? Also oder in eine andere Sprache. Es ist ja nicht nur Marketing. Es ist eine Frage, wie reden über eine andere Art der Mobilität? Ganz richtig. Es ist, also erstmal
tue Gutes, das haben wir gemacht, aber sprich vor allem darüber. Das ist extrem wichtig. Also wir haben es in dem Falle gesucht, ÖPNV, es ist unser Steckenpferd, wobei es ja mehr als ÖPNV ist, es ist ja eigentlich Lebensqualität, wie Professor Haag gerade sagte, es ist Standortfaktoren. Also wir haben insbesondere gerade beim Muldental in Fahrt auch mal eine ganz neue Werbesprache, indem wir mit Comics auf unseren Bussen geworben haben. Anstatt für das Autohaus zu werben, was bisher klassisch auf den Bussen drauf war, haben wir für Muldental in Fahrt mit regionalen Motiven, mit Comic-Motiven, mit der Oma, mit den Kindern, mit den lokalen Ausflugszielen beworben, haben hinten an die Busse draufgeschrieben, jetzt jede Stunde, jetzt nach Grimma und so, also auch die Information für die Autofahrer, die hinter dem Bus herfahren gleich, um das immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. Hier tut sich irgendwas. Ich sehe es einerseits an diesen großen fahrenden Werbetafeln aller Busse und ich lese es auch ständig. Ganz extrem, wir haben auch ganz viel Werbung in Internetwerbung gesteckt, also AdWords in dem Falle. Die Firma Google darf man, glaube ich, mal kurz erwähnen. Sprich, wenn jemand in seiner Region irgendwas zum Thema Mobilität gesucht hat, tauchten wir immer wieder mit unseren Comicsprache auf und verlinkten dann wiederum auf die Informationen zum ÖPNV. Woran wir leider gescheitert sind, muss man auch sagen, wir haben ganz viel versucht, tourismustreibende Gaststätten, Hotels und so anzusprechen, in ihrer Anreiseinformation bitte zuerst den ÖPNV, also überhaupt erstmal den ÖPNV erwähnen, dann bitte zuerst. Und wir haben den auch zur Verfügung gestellt, so ein kleines Tool, wo man bloß seine Heimatadresse angeben muss und dann jetzt Reiseroute suchen, dass man automatisch den Weg dorthin findet. Leider haben das nur unter 10% der Tourismusleute oder Gastronomieleute genutzt. Sehr, sehr schade. Mhm. Da muss man vielleicht nochmal sprechen. Regina Krings meldet sich. Vielleicht können wir Sie kurz einblenden, Frau Krings. Wir fragen die Technik. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten gehen wir mal ganz kurz weiter, warten. Ah, da kommt sie schon. Wunderbar. So, hören Sie mich? Ja, ne? Ja, prima. Ja, also mein Bildschirm ist leider nicht so schön. Ich habe jetzt schon viel gehört über Mobilität. Was mir aber immer fehlt, und das frage ich jetzt alle, Sie sagen Freizeitmobil zu sein. Ich denke so an diesen Sicherheitsaspekt, ist das irgendwann mal untersucht worden? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, so junge Mädchen, gar nicht mal so die Schülerinnen, die nachmittags ihren Sport machen, sondern die jungen Mädchen, die so 14, 15 oder so gerade im Berufsleben stehen, die abends nochmal zum Fitnessstudio fahren wollen und abends dann nochmal zurück, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Die auch so gerade ihren Führerschein haben, so mit 20. Wieso sollen die denn einen Bus nehmen? Das ist doch teilweise, wenn man gerade auf dem Land wohnt, ist das nicht gerade nicht schön für die Mädchen? Also ich rede jetzt mal von den Mädchen, das ist vielleicht ein bisschen für die Jungs bestimmt genauso. Aber wir fallen halt immer nur die Mädchen ein. Also dieses Gefahrenpotenzial oder auch alleine in irgendwelchen Bussen zu sitzen, das ist schon nicht... Vielen Dank. Es ist natürlich nicht geplant, dass man alleine im Bus sitzt, aber früher hat es sehr viele Untersuchungen dazu gegeben, wie gefährlich eigentlich diese Tunnelbauten und so weiter für Frauen sind und ob man nicht die Planung umstellen muss. Ron Böhme, wie stark ist das für Sie ein Thema und was beobachten Sie da? Ehrlich gesagt, absolut gar kein Thema. Vorher ist ja gar kein Bus gefahren um diese Zeit. Dann sind die Mädchen entweder mit dem Fahrrad gefahren oder getrennt. Oder eventuell, wenn die Mama Zeit hat, hat sie sie vielleicht gefahren. Also das ist eigentlich sogar schon eine Besserung, weil man hat ja den Busfahrer. Man sitzt ja erstmal nicht alleine, sondern der Busfahrer ist ja erstmal im sozialen Raum. Unsere Busse haben auch alle Videokameraüberwachung. Und wir haben absolut keine negativen Erfahrungen mit Thema Kriminalität oder irgendwelchen Angriffen von Fahrgästen. Da kann ich also für unseren Raum sprechen, absolut kein Problem. Einen kleinen Hitpass. Gibt es dazu Untersuchungen? Stimmt. Also was man generell sagen kann, das haben Sie gerade angesprochen, Frau Gersmann, sind sogenannte Angsträume, dass man die möglichst vermeidet. Also dass man das Umfeld immer so gestaltet, dass es hell ist und dass es sich auch sicher anfühlt. Und ich glaube, was der Herr Böhme eingangs gesagt hat mit den Haltestellen, ist nochmal ein zentraler Punkt, dass die Haltestelle dann auch da ist, wo das Ziel ist und dass ich nicht einen langen Weg habe, auf dem dann vielleicht das eine oder andere noch passieren kann. Dass ich also tatsächlich direkt zu der Verbindung komme, wo die Ziele sind.
Okay. Attraktivität, Attraktivität. Vielen Dank, Frau Krings. Micha Walter hat sich gemeldet. Vielleicht können wir den auch kurz zuschalten. Und solange das versucht wird, stelle ich noch mal eine Frage, die interessant ist, auch in politischer Hinsicht. Sind mehr Push-Maßnahmen nicht kontraproduktiv, wenn sich dadurch viele Menschen dann solchen Parteien zuwenden, die die Verkehrswende allenfalls mündlich unterstützen, tatsächlich aber auf vielen Ebenen eher bremsen, wie bei der Nachwahl in Berlin. Martin Haag, das stelle ich direkt an Sie. Vielleicht möchte aber auch jemand anderes was von Ihnen fragen. Wie sehr fürchten Sie das, dass Sie, naja, als Verbotsbaubürgermeister gelten? Ja, ich glaube, das muss man natürlich schon ernst nehmen. Und das ist auch ein schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen, weil auf der einen Seite kriege ich natürlich gesagt von der Wissenschaft, was ich eigentlich tun müsste, um Freiburg klimaneutral zu machen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, lebe ich in der Demokratie und ich möchte eigentlich auch nicht aufgeben. Und wenn man dieses Rad vielleicht ein bisschen überdreht, dann kann es schon politisch auch kritisch werden. Wir haben jetzt in Freiburg gerade eine Situation, wo wir eigentlich getragen werden von einer Mehrheit, würde man sagen, von so 50-60% der Bürgerinnen und Bürger, die tatsächlich diesen auch relativ rigiden Kurs mitgehen. Das war aber nicht immer so, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich die letzten Jahre so entwickelt. Und wir müssen nur gucken, dass die auch dabei bleiben. Und deshalb sage ich, darf es am Ende auch nicht nur Push geben. Ich habe ja vorhin auch provokativ gesagt, wir brauchen mehr Push. Aber es kann auch nicht nur Push geben, sondern die Leute müssen auch sehen, was macht ihr denn mit den Gebühreneinnahmen zum Beispiel aus dem Parken, die ihr da holt? Was macht ihr denn da damit? Und wenn es dann neue Radverkehrsanlagen gibt, wenn es bessere Fußgängerverkehrsanlagen gibt, wenn es mehr Aufenthaltsqualität gibt, dann kommt da auch was zurück. Und dann ist auch die Akzeptanz da jetzt. Ich hoffe mal, dass ich da auch bestätigt werde. Wir haben ja in Freiburg auch Kommunalwahl in einem Jahr von heute aus gesehen. Und ich hoffe, dass ich dann auch Recht habe noch im Jahr, dass das auch tatsächlich weiterhin von der Mehrheit der Freiburg-Bürgerinnen und Bürger auch so gesehen wird. Aber die Gefahr ist da, ja. Wie sehr fürchten Sie die Bild-Zeitung? Eben kam im Chat die Frage, wie stark eigentlich auch die Medien so das Bild prägen. Da kann man ja sagen, nichts emotionalisiert so wie der Verkehr, vielleicht noch die GEZ-Gebühren und der deutsche Fußball. Aber es sind ja sehr unterschiedliche Zeitungen, deshalb kann man das gar nicht für alle beantworten. Aber die Bild-Zeitung fürchten viele Politikerinnen und Politiker. Ja, also ich sage mal so, das einzige Mal, als ich es in die Bild-Zeitung geschafft habe, war tatsächlich über ein Mobilitätsthema, oder es waren, glaube ich, 2 oder 3 sogar schon, weil die sich natürlich für alles andere in Freiburg auch nicht interessieren. Und das zweite Mal war vielleicht, glaube ich, über den Neubau vom Fußballstadion. Das interessiert sie dann auch nochmal. In der Tat ist es so, Fußball und Verkehr sind natürlich Themen, die gehen immer irgendwie. Und da ist es natürlich auch leicht, immer jemanden zu finden, der durch diese Maßnahme tatsächlich auch eingeschränkt wird. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, was wir im Großen und Ganzen auch tatsächlich Positives bewegen. Und da bin ich immer noch optimistisch, dass wir das auch vermitteln können. Und da arbeite ich auch jeden Tag dafür, dass wir tatsächlich auch der Mehrheit der Freiburger Bevölkerung sagen, pass mal auf, das lohnt sich, was wir da machen. Das sind Einschränkungen da an der einen oder anderen Stelle, vielleicht sogar auch Zumutungen. Aber unterm Strich habt ihr ein besseres Leben, ein sichereres Leben. Das Thema Sicherheit ist in der Tat auch sehr, sehr wichtig. Und ihr habt vor allen Dingen ruhigeres, ihr habt weniger Lärm, ihr habt weniger Abgase und ihr habt eine höhere Verkehrssicherheit und ihr habt auch noch eine höhere Mobilität gleichzeitig, weil ihr einfach euch schön ungezwungen in der Stadt auch bewegen könnt. Und ich glaube daran, dass es gelingen kann. Sehr gut. Micha Walter, sind Sie jetzt da? Micha Walter sehe ich nicht. Aber dann fragen wir einfach nochmal, wie wichtig sind da eigentlich so Bildungseinrichtungen, die Schulen, die Kitas, dass man schon von Anfang an gewöhnt wird an eine andere Form der Mobilität? Gibt es von Böhme? Ja, also wir versuchen ja mit Muldental den Fahrtenverkehr für jedermann zu machen. Deshalb versuchen wir auch weg von den reinen klassischen Schulbussen zu fahren, wo die Kinder von zu Hause direkt zur Schule gefahren werden und nie das System so richtig lernen, sondern sobald sie in eine weiterführende Schule kommen, müssen sie eventuell auch einmal umsteigen zu ihrer Schule. Damit ist das System dann auch schon geübt. Sie lernen das ja jahrelang. Sie erfahren hoffentlich, dass es auch täglich funktioniert, dass es manchmal auch nicht funktioniert, okay, aber sie wissen erstmal, wie das System funktioniert und sie sehen auch, dass man das nutzen kann. Und diese positive Erfahrung versuchen wir dann auch mit speziellen Tickets für Jugendliche, dann sie über die Schwelle, wenn sie nicht mehr in die Schule gehen müssen, dann ins Azubi-Leben, dann möglichst dann
weiterhin im Bus zu halten und in der Bahn und weiterhin für den öffentlichen Verkehr zu begeistern. Regina Demchenko, so Klimamobilitätspläne, regionale Mobilitätspläne, wie viel Rückenwind würde das eigentlich geben? Wir wissen Rückenwind bestimmt. Ich kann aus Erfahrungen berichten, dass es nicht gut ist, sage ich mal, sich bei den Betrieben alleine auf dieses Thema zu stürzen, also dass da quasi in seinem Kämmerlein gearbeitet wird. Ein ganz wichtiger Punkt ist, regional auch wirklich zusammenzuarbeiten. Und wenn eben Klimamobilitätspläne oder grundsätzlich Mobilitätskonzepte für die Kommunen, für die Landkreise vorliegen, dann macht das mehr als viel Sinn, das wirklich zu kombinieren und Synergieeffekte zu nutzen. Wir hatten da diverse Projekte, da passt jetzt vielleicht auch das BSH Plus noch mit rein, war ein vom BMVI gefördertes Projekt, wo dieser regionale Charakter auch gefragt war. Also wir haben sowohl mit Landkreis, mit Stadt, mit Industriepartnern als auch eben mit der BSH in dem Fall zusammengearbeitet und diesen regionalen Charakter gestärkt, weil das bringt ja dann nicht nur Verbesserungen für den Klimaschutz oder Verbesserung der Mobilität, sondern es erhöht ja auch die Standortattraktivität und auch seitens Arbeitnehmer. Micha Walter ist jetzt da. Bitte schön, Ihr Screen. Wir hören Sie noch nicht. Und wir holen gleich auch Marike Niethardt dazu. Jetzt müssten Sie mich hören können. Ja. Genau, ich finde das gerade ganz spannend. Ich möchte auch noch mal auf einen Punkt eingehen. Das ist nämlich diese Vermittlung des Lebensgefühls in ÖPNV. Wir haben es gerade noch mal auch angesprochen, wo ich wirklich noch mal darauf aufmerksam machen will. Wir haben über Jahrzehnte mit Milliarden der Automobilindustrie dieses Lebensgefühl für Auto immer wieder kommuniziert. Und mir fehlt, weil wir da eben auch so defragmentiert sind in der Republik, auch mal diese Gegenerzählung. Ja? Also achten Sie doch bitte mal darauf, Süddeutsche, Spiegel, alle, sobald ein neues Auto kommt, sobald irgendwas da ist, gibt es immer eine große Berichterstattung. Wir haben den Caravan, habe ich nicht, hast du nicht gesehen, den neuen BMW XY getestet, das Fahrgefühl ist und so weiter. Zum ÖPNV und dieses Lebensgefühl, dass ich eben auch anderweitig mobil sein kann, fehlt das. Also wir transportieren das nicht. Wir kriegen das aber auch alleine als Städte nicht hin. Also Herr Haag wird es genauso wenig schaffen in Freiburg wie ich in der Stadt Braunschweig, wie, weiß ich nicht, Herr Böhme in seiner Region. Und da fehlen mir manchmal schon übergeordnet, auch vielleicht über die anderen Organisation in der Tat mal ganz andere Instrumente, dass wir da auch mal gegenspielen, weil wir da, glaube ich, zu machtlos sind. Ich hätte zwei Fragen noch, die mich sehr interessiert haben. Ich bin ganz neugierig geworden zum Thema, wir brauchen mehr Haltestellen. Sie haben, was ich sehr spannend finde, fangen wir auch an, stärker auch in Gewerbegebiete geguckt, was kann ich da machen? Gleichzeitig ist für mich das Riesenthema bei der Haltestelle, sie ist ein Aushängeschild, aber sie beleuchtet sicher, attraktiv hinzukriegen, ist ein tierisches Thema. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, wie ich sie ausbauen will. Das heißt also in Ihre Richtung auch, Herr Böhme, wie haben Sie damit mal angefangen jetzt? Haben Sie erstmal nur ein Schild hingestellt? Wie sind Sie dabei, dass Sie da auch ein großes Zeichen setzen? Das würde mich interessieren. Und das Zweite von allem, was Sie erzählt haben, wir haben es anders angefangen hier in der Region. Wir nennen es nicht Plusbus, sondern Flexo und so weiter. Ist alles sehr mühselig auch. Aber auch hier nochmal die Frage in Ihre Richtung, wie stark wurden Sie eben gezielt mit gefördert? Weil meine Wahrnehmung auch immer ist, wenn wir nicht gezielte Förderprogramme dann in diesem Fall von unterschiedlichen Ländern oder auch nochmal gebündelter bekommen, dann sind diese Innovationen und diese Sprünge anscheinend nicht möglich. Also teile ich das oder ist das eine richtige Wahrnehmung meinerseits in Ihre Richtung oder sagen Sie, nö, wir hätten das aus eigenem Antrieb so bei uns im Verkehrsverbund auch hinbekommen. Danke. Böhme. Ja, wirklich, danke für die Frage, ist wirklich ganz spannend. Also das Thema Haltestellen. Verdichten ist uns ein Herzensanliegen, damit wir einfach erstmal Konkurrenzfähigkeit herstellen. Aber Haltestellen kosten und Haltestellen zu bauen ist auch schwierig. Wir haben uns also im ersten Schritt auch erstmal mit den Behindertenverbänden getroffen und haben gesagt, was seht ihr für Lösungen? Wir können versuchen, alles vollständig und barrierefrei mit Häuschen und Beleuchtung alles auszubauen. Dann brauchen wir wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre dafür. Oder geht ihr mit uns mit und wir stellen erstmal nur mobile Schilder auf.
Damit verkürzen wir euch den Weg extrem. Das ist auch schon ein Teil der Barrierefreiheit mitgedacht. Und so ein Schild ist auch relativ preisgünstig. Und wir bauen dann, wenn die Haltestelle sich etabliert, nach und nach auf. Da sind wir übereingekommen, das hat funktioniert. Wir haben also mit einfachen Schildern angefangen und hatten den großen Vorteil, dass wir diese Schilder, wenn wir uns als Planer vertan haben, auch gerne nochmal eine Ecke woanders hinschieben konnten, ohne dass wir die Haltestelle wieder abreißen mussten. Also das hatte mehrere Vorteile. Und jetzt werden die Haltestellen, die sich bewähren, Schritt für Schritt dann auch barrierefrei mit ausgebaut. In den Nahverkehrsplänen ist dann geregelt, welche Haltestelle wann drankommt. Ja, und zu den Kosten. Muldental in Fahrt ist, haben wir nicht aus der Schatulle bezahlen können, auf keinen Fall. Die Branche ist absolut unterfinanziert und das seit Jahren. Und wenn dann mal Geld kommt, dann ist es immer bloß teilweise so tropfenweise, eigentlich keine Dauerfinanzierung, worauf man mal längerfristige Planungen machen kann. Das ist aus meiner Sicht eigentlich eins der Grundprobleme, die unsere Branche insgesamt hat. Wir haben es in dem Falle so gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen dieses erste Leuchtturmprojekt und konnten den Landkreis Leipzig als Aufgabenträger auch gewinnen, die ersten 3 Jahre der Betriebskosten mitzufinanzieren. Hat den Landkreis extreme Hürden gekostet, das durchzusetzen und das auch zu machen, weil zumal die Mittel nur einem Teil des Landkreises zugute kamen. Ein Förderprogramm gab es vom Freistaat nicht, also sind wir alle in der Branche immer wiederum auf unsere Landtagsabgeordneten haben, die immer wieder bedrängt sind, das Ministerium in Dresden bedrängt. Und wir brauchen eine Förderung und haben also wirklich durch Penetranz überzeugt, dass am Ende ein Förderprogramm für die dauerhafte Förderung von Plus und Taktbus in Sachsen aufgelegt wurde. Vielen Dank. Frau Niethardt, Ihre Frage bitte. Guten Tag erstmal. Ich bin unter anderem grüne Politikerin hier in einer Kleinstadt und Dorfbereich im Weserbergland und ich bin in Hannover groß geworden, wo ich festgestellt habe, wenn man die Attraktivität der Haltestellen wirklich auch künstlerisch gestaltet, und da hat man auch viel mit Künstlern gelebt, da unheimlich Gutes im ÖPNV bewirken kann, dass man Hannover so gut wie kein Auto braucht. Heute komme ich hier lustigerweise zugeschaltet von einem Auto, weil der ÖPNV streikt gerade hier in der Region. Und dadurch ist mir der Rückweg halt leider so gleichzeitig mit Ihrem Webinar gefahren. Das ist mal vorne weg. Was mir aber wichtig war, was mir in allen Mobilitätsplanungen und was ich hier vor Ort auch als Inklusionsbeauftragte immer wieder damals so am Kämpfen war und auch immer jetzt in meinem neuen Berufsfeld, mir fällt es auf, dass in allen Mobilitätsplanungen die Kehrwege halt ignoriert werden. Es werden Arbeitswege, es werden Schulwege, Freizeitwege, die werden alle bedacht. Aber jemand meinte mir, ja, Einkaufen ist doch Freizeit, wo ich denke, nein. Kinder zur Schule zu bringen? Nein. Und wir hatten gestern, das muss ich mal richtig hier schön loben, es geschafft, dass Rahmel nun der Initiative 30 beitritt. Es war ein harter Kampf und die Hauptargumentation war ja, die Eltern müssen ja irgendwo schnell sein. Ich bin ein Fan davon, Sachen zu entschleunigen und sicher zu gestalten. Deshalb fand ich die Frage davor sehr wichtig, dass Mobilitätsplanung muss sicher geplant werden. Und meine Frage ist, warum es so häufig passiert, weil ich hatte mittlerweile niedersachsenweit, bundesweit kann ich es noch nicht so gut vergleichen, wenn es um Barrierefreiheit und kindliche Mobilitätswege halt geht, immer wieder gesehen, dass wohl die kindliche Mobilitätsperspektive fehlt, komplett, und zweitens die Kehrwege. Und ich frage mich, warum? Warum auch Fahrpläne nicht in Kinderaugenhöhe hängen? Ja, vielen Dank. Also das ist alles das, warum diese beiden Aspekte immer total vergessen werden. Ron Böhm hat gesagt, sie wollen alle in die Busse kriegen, weil ich frage erst an einen kleinen Hitchpass. Ja. Ist das, auch das wurde ja schon gefragt, ist das mit dem Pendel eigentlich so eine typisch männliche Sichtweise? Wir gucken uns nur die Jobwege an, nicht das, was gemeinhin so auch noch für Familien anfällt, der Weg zum Kindergarten, zum Einkaufen und so weiter. Ja, kann man schon so sagen. In den vergangenen Jahrzehnten kann man im Prinzip sagen, saßen, Herr Haag, Sie sehen es mir nach, Männer in Kommunalverwaltungen, die quasi ihre Pendelwege für sich selber geplant haben. Und das war im Prinzip, ich fahre morgens zur Arbeit und abends zurück. Und das ist einfach eine ganz einfache Wegerelation. Ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ist schon so gewesen. Ich glaube, das ändert sich. Also es gibt durchaus jetzt ein viel stärkeres Bewusstsein dafür, Mobilität inklusiv zu planen. Und das bedeutet auch, andere Bedürfnisse mit in den Blick zu nehmen. Das geschieht meiner Meinung nach, fängt es an. Und es ist natürlich, wie man das dann immer
festhalten kann. Man würde es sich schneller wünschen und man würde es sich stärker wünschen. Und das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten gebaut haben, ist gebaut. Und alles, was wir jetzt dazu planen und bauen, dauert einfach seine Zeit. Von Böhme, wo hängen Ihre Fahrpläne? Tja, haben Sie meine schwache Stelle erwischt, hängen auch klassisch in der normalen Sichthöhe eines Menschen, der irgendwo 1,70 groß ist. Genau. Normalerweise müssten sie verschiebbar sein, höhenverschiebbar, damit man sowohl den 1,90 Meter Mann als auch das 1 Meter Kind irgendwie erreichen könnte. Wobei das Thema Fahrpläne, klassische Aushangfahrpläne, sind, glaube ich, ein Auslaufmodell. Also immer mehr schaut man inzwischen ins Handy, weil da sind auch die Fahrpläne wirklich aktuell. Da sehen Sie auch die aktuelle Verspätung des Busses, wenn sie denn mal vorkommt, während der Fahrplan ja doch gedruckt ist und in dem Moment schon wahrscheinlich wieder leicht veraltet ist. Also von daher, Fahrplan sollte da sein, aber ich denke mal, das Handy wird immer wichtiger. Und das hat man jederseits in seiner Höhe dann. Und unsere Apps, zumindest in unserem Raum, sind sie so, dass sie responsive sind, dass sie sich an jeden Bildschirm eigentlich anpassen, damit man sie gut lesen kann. Dann gibt es noch eine Frage dazu. Wie schafft man es eigentlich, alle mitzukriegen? Und es geht um die Frage der Gerechtigkeit. Parkplätze werden teurer, dann gibt es eine City-Maut. Das macht Leuten, die ein SUV fahren, ehrlich gesagt nicht viel aus. Aber Leute, die ohnehin schon wenig Geld haben und sich ein SUV zum Beispiel nicht leisten können, anderes fahren, denen macht es womöglich sehr viel aus. Wie bekommt man da eine soziale Gerechtigkeit hin? Gibt es Alternativen, kreativere, sozialverträglichere Ideen, fragt hier jemand. Wer hat eine Idee? Herr Haag? Ja klar, das ist ein großes Thema jetzt bei jeder Diskussion. Und das gilt sowohl für den öffentlichen Personennahverkehr wie für das Thema Parken. Und ich kann da nur sagen, die Ideen gibt es ja. Das ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Wir haben in Freiburg ein Sozialticket. Das haben wir gerade am Dienstag wieder eine Fortschreibung beschlossen, eine Ausrichtung aufs Deutschlandticket, wie das dann aussieht, wenn das Deutschlandticket kommt. Dass es eine Sozialticket-Komponente gibt und wir haben auch beim Anwohnerparken eine Sozialkomponente drin, die dann auch, sag mal, Leute, die zum Beispiel Wohngeldempfängerinnen und Empfänger sind, die Familien auch tatsächlich günstiger stellt. Wobei ich möchte schon noch mal eines sagen, also die Leute, die in der Regel das allerwenigste Geld haben, die haben auch kein Auto und die haben auch nicht die Probleme, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Also da wird natürlich oft auch hier in Freiburg auch ein Sozialthema vorgeschoben, um Dinge zu blockieren. Und ich glaube, wenn man wirklich auch Parken teurer machen möchte, dann kann man dafür auch Lösungen finden, die sozial verträglich sind und die auch dann tatsächlich auch allen ermöglichen, dass sie auch mal das Auto nutzen. Aber wie gesagt, eine echte Sozialpolitik in der Mobilität ist tatsächlich die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und Fuß- und Radverkehr. Weil die Leute, die wirklich kein Geld haben, die sind auf diese Verkehrsmittel in der Regel auch angewiesen. Aber bevor wir jetzt Thomas Schlimme aufrufen, der sich gemeldet hat und sich zu Wort melden will, Regina Demtschenko, müssen wir noch mal klären, auch Radwege, auch der Ausbau des ÖPNV kostet. Kann der Staat womöglich auch Arbeitgeber mit zur Kasse bitten? Wir kennen das aus Frankreich, da gibt es das, da machen das die Kommunen. Dann kennen wir das aus Wien, da gibt es eine Dienstgeberabgabe. Meinen Sie, sowas ließe sich hier durchsetzen? Wie stark sind die Unternehmen bereit, sich mit zu engagieren? Naja, wenn es dann gute Möglichkeiten gäbe, sich zu engagieren, dann würden sich auch viel mehr engagieren. Also der finanzielle Aspekt ist sehr großes Hemmnis und eine sehr große Hürde, wie so viele Unternehmen noch kein betriebliches Mobilitätsmanagement betreiben. Und das gibt ja durchaus hin und wieder mal immer Förderungen, wie jetzt zum Beispiel auch das vom BMVI, der Wettbewerb Mobil gewinnt. Da wurden sehr viele Unternehmen gefördert, betriebliches Mobilitätsmanagement zu betreiben. Und so ist das immer schwierig. Also Geld aus der eigenen Tasche, vor allem wenn man eben noch keine konkreten Probleme wie Parkplatzmangel hat und sowas, das sind dann häufig Unternehmen, die sich dann erstmal zurückhalten. Also ich fände es, sag mal, wie das auf regulatorischer Sicht aussieht, ob das möglich wäre, gesetzlich, rechtlich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es wäre auf jeden Fall eine Hauptempfehlung aus dieser Veranstaltung. Also das würde auch sehr viel bewirken. Es ist jetzt auch hier so ein bisschen die Diskussion wirklich mehr aufs Regionale und ich sehe das auch, dass das betriebliche Mobilitätsmanagement nur in Anführungszeichen ein Puzzleteil ist vom Ganzen, aber das darf nicht außer Acht gelassen werden. Also Herr Böhme hat ja auch gesagt, wie viele Unternehmen da
grundsätzlich dann identifiziert worden sind, analysiert worden sind, wenn man da bedenkt, dass 40%, sagen wir mal, der Bundesdurchschnitt der Berufstätigen am Pendeln ist und dann kommen eben noch Dienstreisen dazu, beziehungsweise innerbetrieblicher Werksverkehr und weiteres. Also das ist, glaube ich, nicht unerheblich, was sich da einsparen lassen würde. Bevor wir Ron Dömen hören, hören wir erstmal Thomas Schlimme und seine Frage. Ja, ich fahre Fahrrad, E-Bike, würde aber auch gerne auf bestimmten Strecken Schienenverkehr benutzen und habe festgestellt, mit meinem alten Rad war das noch einigermaßen machbar, mit dem E-Bike wäre es ganz schwierig. Diese Kombination Fahrrad und Schiene ist ja eigentlich eine Geschichte, mit der man gerade beim Pendeln ja auch auf mittleren Strecken einiges bewirken könnte. Also Stichwort jetzt sehr wirklich gute, sichere Fahrradabstellstationen an Bahnstationen in der Fläche, dass man also die Feinanbindung mit dem Fahrrad zur Schiene machen kann, dann mit der Schiene in die Stadt fährt und da einen guten ÖPNV hat, eventuell aber auch Mitnahme des Fahrrads im ÖPNV, aber dann so, dass man auch mit schweren Fahrrädern klarkommt, was wirklich ein großes Problem ist. Also diese Verknüpfung Mobilität, Fahrrad, Schiene, die hätte ich gern noch ein bisschen genauer besprochen. Vielen Dank. Ja, das ist gut, weil auch jemand im Chat oder in der Frage und Antwort gefragt hatte, was bringen 110 Millionen, wenn gar kein SPNV-Anschluss da ist? Also genau, wie kriegt man das hin? Also sowohl den Ausbau der Bahn, als auch, also auf jeden Fall eine gute Verbindung zwischen Bahn und Fahrrädern. Anne Klein-Hittpass. Ja, das kriegt man dadurch hin, indem wir Bahnhöfe und Umsteigerelationen auch viel stärker als Mobilitätsstationen denken. Dass wir jetzt nicht nur denken, dass da der Fußgänger hinkommt. Auch für den müssen die Wege gut aussehen, sonst geht er da auch nicht hin. Also, sondern dass es im Prinzip für jeden gut gestaltet ist, dass ich dort sichere Radabstellanlagen habe. Das ist tatsächlich auch empirisch nachgewiesen. Das ist ganz zentral, damit man Leute zu so einer Art, zu dieser Art des intermodalen, multimodalen Verkehrsverhaltens bewegen kann und bewegt. Also ich glaube, es sind die Bahnhöfe, dass man die neu als Mobilitätsstationen denkt und fasst, die Angebote gestaltet, aber auch das Umfeld gestaltet. Also wenn wir mal vor unserem geistigen Auge an den einen oder anderen Bahnhof denken, dann ist das auch nicht gerade einladend und da möchte man auch wieder zu Fuß gerne hingehen. Ja, das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt oder der schießt in die gleiche Richtung ist allerdings der, dass das auch tatsächlich schon auf dem Schirm ist. Also da gibt es jetzt tatsächlich im Rahmen der Radverkehrsförderung des Bundes Gelder für den Ausbau von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen. Aber da schließt sich noch eine Frage an. Und zwar hat jemand geschrieben, ich brauche mit dem Auto von meinem Dorf nach Hamburg-Altona 35 Minuten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln über eine Stunde. Ich bin selbstständig und muss eine Stunde mit ca. 95 Euro anrechnen. Keiner meiner Kunden wäre bereit, meine Anfahrt mit den gerechneten Zeiten des öffentlichen Nahverkehrs zu bezahlen. Gibt es da Ausfallförderung? Also kann man das umsteuern? Ron Böhme, die schütteln den Kopf. Ja, schöne Frage. Wäre ein interessanter Ansatz. Denke ich übrigens manchmal auch, wenn ich beim Arzt lange warten muss, obwohl ich einen Termin habe, zahlt mir das auch jemand, wenn ich so lange warte. Habe ich auch noch keinen gefunden, der das macht. Aber ich glaube, das Deutschland-Ticket hilft uns zumindest mal, die Kosten hier im Rahmen zu halten. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Alternative, dann da die Kosten in die Grenzen zu halten. Ich würde gerne noch vorhin zu der Frage, ob die Wirtschaft bereit ist, mitzufinanzieren, im Angebot noch mal ein Beispiel bringen. Jetzt geht mein Telefon gerade, das muss man schnell wegmachen. Also wir haben es wirklich in der Region geschafft, mehrere Wirtschaftsbetriebe zu begeistern, dass sie sich für mehr Angebot auch finanziell engagieren. Wir haben ein großes Einkaufscenter außerhalb von Leipzig. Dort fuhr schon der Plusbus jede Stunde hin. Wir haben es geschafft, dass das Center Geld gegeben hat und damit die Verkehrsleistung auf einen Halbstundentakt verdichtet hat und sprich jede zweite Fahrt bezahlt hat. Wir haben jetzt auch gerade wieder Gespräche im Muldental im Fahrtgebiet, wo ein großer Wirtschaftsanbieter Fahrten speziell zum Schichtwechsel mitfinanziert. Also es ist denkbar, es ist noch nicht die Regel, aber es gibt eine Bewegung in diese Richtung. Und da habe ich Hoffnung, dass es in Zukunft da mit weiteren Gesprächen und mit weiterer Offenheit für das Thema da auch eine Entwicklung gibt. Vielen Dank. Herr EHH oder FEHH hat sich noch gemeldet und Matthias Dormeier. Vielleicht können wir die beiden einmal sehen. Und Frau Demchenko, Sie hatten sich auch noch gemeldet.
Ja, wir sind jetzt gerade bei einem anderen Punkt schon angekommen. Ich wollte nur betonen, wie wichtig diese Kombination ist, also Multimodalität zu fördern, beziehungsweise zum Beispiel Radverkehr mit Bahn auch besser zu verbinden. Das ist nämlich eine der Haupterkenntnisse, ich glaube, aus so ziemlich allen Projekten aus dem betrieblichen Mobilitätsmanagement, dass wir eigentlich fast immer 20-30% an Personen haben, die im sogenannten Fahrradradius leben und eigentlich bereit wären, umzusteigen auf das Fahrrad oder das gar als realistische Option ansehen, dies aber eben nicht tun, weil das nicht möglich ist, weil es eben kein Angebot gibt oder keine Anbindung. Und genau so verhält es sich aber auch mit Bus und Bahn. Und da sind es meistens 40-60% in den Projekten an Personen, die täglich mit Pkw-Besetzungsgrad 1,1 alleine pendeln, aber bereit wären, umzusteigen, wenn die Zuverlässigkeit der Bahn und die Anbindung an weitere Verkehrsmittel garantiert wäre. Also das an der Stelle nur hervorgehoben. Vielen Dank, Herr Erhardt. Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal auf die Darstellung in den Medien zu sprechen kommen. Tatsächlich wird ja gerne behauptet, der Autofahrer würde geschröpft, wenn die Mineralölsteuer steigt oder Parkgebühren erhoben werden. Tatsächlich ist es ja umgekehrt. Ich glaube, dass die Autofahrer weniger bezahlen müssen in der Summe, als sie Kosten verursachen. Ich sage nur, dass Laternenparken seit ungefähr Anfang, Ende der 60er Jahre, dass Parkraum eigentlich zunächst mal umsonst zur Verfügung gestellt wurde. Und wie Herr Böhme gesagt hat, der ÖPNV ist chronisch unterfinanziert und gilt als teuer. Dabei, glaube ich, bringt er insbesondere im Hinblick auf die verursachten Schäden mehr, als er kostet. Wie können wir dieses Paradox aufbrechen und in die Breite bringen? Danke sehr. Wer hat eine Idee? Anne Klein-Hittpass. Wir hören Sie noch nicht. Ja, da sprechen Sie was aus. Ich glaube, was tatsächlich gilt, das liegt mir die ganze Zeit hier auch immer so ein bisschen auf den Lippen, ist, wir müssen vermutlich immer noch mehr erklären und vielleicht auch schneller ins Tun kommen. Und Sie sprechen jetzt im Prinzip die Medien und alle an. Ich glaube, letztendlich, der Fortschritt ist vielleicht eine Schnecke und wir müssen irgendwie auf verschiedenen, also ich sag mal, auf sämtlichen Ebenen immer wieder das Gleiche tun. Vielleicht ist es so, steter Tropfen höhlt den Stein. Und ich glaube, es ist ganz zentral zu erklären und es vielleicht auch wirklich immer noch bildhafter zu machen, wo tatsächlich die Subventionen im Auto sind, wo irgendjemand benachteiligt ist. Also Sie sagen das jetzt, die Externalisierung der Kosten und die Umweltfolgekosten, die der Autoverkehr bringt, sind immens. Auch was für Parken, also die Bereitstellung von Parkplätzen für kommunale Haushalte ist belastend. Und ja, und sie sind alles andere als die Melkkühle der Nation. Ich glaube, ja, es sind im Prinzip alle gefragt, die Politik, die Medien, die Verbände, vielleicht immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Vielen Dank. Matthias Dormeier scheint, ist der da? Da sind Sie, wunderbar. Wir sehen Sie, wir hören ja, Sie noch. Hallo, können Sie mehr hören? Ja. Ja, vielen Dank auch für die Veranstaltung und alle Vortragenden. Habe das als Österreicher mit Interesse verfolgt. Meine Richtung geht an Herrn Martin Haag vor allem. Also Sie haben ja, glaube ich, auch eine neue Methode durchgeführt, ich nenne es mal einen Data-Driven Approach, sprich Daten gesammelt und die auch im Freigis zur Verfügung gestellt. Also wie so neue Ansätze, vielleicht einfach um so ein bisschen Einblick zu kriegen in die Radverkehrsplanung, wie das da einerseits das mit befördern kann und gab es doch irgendwelche Aha-Effekte, irgendwelche Neuigkeiten, was man vorher vielleicht noch nicht so gekannt hat. Und generell aus dem Thema Radverkehrsförderung oder nachhaltige Mobilität, weil ich selber auch mitverfolge, mir kommt es vor, die Debatten werden öffentlich halt irgendwie oft sehr hitzig geführt und es ist auch so ein bisschen eine Debatte zwischen Bevölkerung am Land und in der Stadt.
was ich selbst als kenne, als jemand, der was vom Land in die Stadt gekommen ist. Also für mich ist es ein leichtes, Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen. Andere Personen aus den ländlichen Räumen sind vielleicht eher auf das Automobil angewiesen. Inwieweit haben wir bei Mobilitätskonzepten die Personen im Blick, die was noch das Automobil nutzen und wirklich Personengruppen, wo sozusagen eine gewisse Mobilität da ist, die was diese auch bringen können, also sprichwort das Verkehrsmittel dann wechseln können, ja, oder gehen gewisse Statements eher mehr in Richtungen und sprechen wir Personen an, die was sich eh schon oft nachhaltig bewegen, ja, also sind unsere Förderschienen und so auch oft richtig ausgelegt, ja. Ja. Wer möchte antworten? Ja, ich fange mal an. Ich bin ja direkt auch angesprochen worden, Herr Dormeier. In der Tat versuchen wir natürlich schon auch über tatsächlich GIS-Technologien und andere ein bisschen so die Schwarmintelligenz auch unserer Radfahrerinnen und Radfahrer hinzuziehen. Ich bin ja, wie die Anne-Klein Hittpass vorhin schon gesagt hat, ein alter weiser Mann, bin auch noch Stadtplaner und Ingenieur. Also sozusagen die Dinge sind mir erstmal ein bisschen fremd, aber wir haben zum Glück ja auch ein paar jüngere Leute in der Verwaltung. Und da haben wir zum Beispiel zwei Dinge gemacht. Das eine ist, wir haben tatsächlich für das Thema Behebung von Baumwurzelschäden auf Radwegen ein großes Ärgernis in Freiburg, weil wir nämlich nicht nur schöne Radwege, sondern auch viele Bäume haben und auch beides behalten wollen. Tatsächlich auch mal so eine Art Aufruf gemacht in die Bevölkerung, dass man tatsächlich Bilder hinterlegen konnte, wo denn die Dinge sind. Und da haben wir eine riesen Ausschreibung gemacht und haben diese Baumwurzelschäden behoben. Und da kann man auch die Leute tatsächlich auch aktiv daran beteiligen. Und ehrlich gesagt ist das sozusagen eine der Aktionen, die positivste Rückmeldung hatte, seit ich jetzt hier 10 Jahre Bürgermeister bin, weil die Leute einfach gesehen haben, sie melden was, es passiert was und weiter geht's. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist beim Stadtradeln kann man sich zum Beispiel auswerten lassen, wo die Routen der Radfahrerinnen und Radfahrer liegen. Und das verwenden wir jetzt zum Beispiel auch für die Radwegeplanung. Und auch das ist sehr positiv jetzt angenommen worden, weil auch da gesehen wird, dass man sehr nah an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen sind. Und insofern kann ich ja nicht alle nur ermutigen, auch sozusagen diese innovativen Wege zu gehen, weil es tatsächlich auch eine sehr, sehr positive Rückmeldung dazu gibt. Und vielleicht nochmal eine Frage, an wen adressieren wir das und wann adressieren wir das? Ich glaube, das hat vorhin Anne-Klein Hittpass auch schon mal gesagt. Wir müssen natürlich gucken, wenn wir Kommunikation, wenn wir Marketing machen, wenn wir Angebote machen, müssen wir die Leute in einer Situation erwischen, wo wir sie auch tatsächlich gut erreichen können. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Thema Wohnungswechsel ist. Das heißt, wir haben so ein Paket, ein Mobilitätspaket, wenn die Leute sich zum Beispiel bei unserem Einwohnermeldeamt anmelden und sozusagen eine neue Wohnung beziehen. Die kriegen dann ÖPNV-Ticket, ein Schnupperticket, die kriegen einen Radverkehrsplan, die kriegen ein paar sonstige Rad-Gags, also so Gags, so eine Kappe und was weiß ich was und irgendwas, um die Hose da festzumachen und lauter so Zeug halt, was man halt so hat, ne, und eine Trinkflasche, damit man sozusagen da ein bisschen einen Anreiz schafft, zu überlegen, du wohnst jetzt im neuen Ort, du kommst nach Freiburg, hier wird Rad gefahren, tu es doch einfach. Ne? Da haben wir so eine Marke, Freiburg fährt Rad und die wollen wir da auch ein bisschen unter die Leute bringen. Und das Zweite ist natürlich, das wurde auch schon genannt, das Thema Arbeitsplatzwechsel. Auch das ist eine gute Adresse, wo wir auch mit Betrieben zusammenarbeiten. Und natürlich ganz besonders dann, wenn der Betrieb sich tatsächlich nochmal einen neuen Standort gibt, da ist es in der Zwischenzeit eigentlich hier üblich, dass man Mobilitätskonzepte zumacht, wie dieser Betrieb dann auch tatsächlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit Kundinnen und Kunden an dem Betrieb umgeht und was er da für Angebote machen kann. Gemeinsam mit uns, aber da muss der auch was bringen. Anne-Klein Hittpass, jetzt haben wir gehört, vielen Dank Martin Haag, wie auch so eine Kommune vorgeht. Aber was würden Sie sagen, ganz grundsätzlich, wer kann in der Kommunalverwaltung eigentlich was tun und wie steigt man ein? Also die meisten Kommunen machen ja schon irgendwas, aber wie kommt man da jetzt weiter? Ich verstehe gerade die Frage nicht, wie eine Kommune anfangen kann. Ja, wie schafft man den Einstieg? Mit was legt man los? Und wer kann das in einer Kommunalverwaltung dann auch stemmen? Ah, da darf mich Herr Haag gleich korrigieren. Ich würde sagen, im Prinzip machen alle Kommunen schon irgendwas. Und sie haben ja auch viele Aufgaben auf dem Tisch, die sie ohnehin erfüllen. Und ich glaube, letztendlich geht es darum, einfach zu gucken, muss man vielleicht differenzieren, große, also in Vorreiterkommunen und Nicht-Vorreiterkommunen.
Ich würde immer sagen, einfach anfangen. Und wenn man selber hilflos ist, was ich keiner Kommune unterstelle, auch einfach nach Allianzen suchen. Also wir haben so viel Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement, die einem schon sagen, wo der Schuh drückt. Ich glaube, das sind Ansätze, die man anfangen kann. Und in den Kommunalverwaltungen gibt es ja viele, viele fähige Leute, die das dann auch umsetzen können. Es gibt natürlich auch immer Fortbildungsmöglichkeiten, wie beispielsweise am DIFU, um sich das Wissen anzueignen. Aber ich glaube, grundsätzlich kennen die in den Kommunen ihr Handwerk und es gilt einfach anzufangen und vielleicht auch einfach mal mutig die ersten Schritte zu machen und sich vielleicht auch zu korrigieren. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt schon zur schnellen, kurzen Abschlussrunde. Einfach anfangen. Fortbewegen eines Menschen mit 2 Tonnen Stahl und Technik ist eigentlich völliger Wahnsinn. So schrieb das auch mal die Süddeutsche Zeitung. Deshalb ist es höchste Zeit, anzufangen oder weiterzumachen. Ron Böhme, so viel Zeit für das Umbauprogramm bis hin zu Green Cities 2035 ist ja nicht mehr. Die wichtigste Maßnahme in 2023, was würden Sie sagen? Ich hätte gerne eine dauerhafte Finanzierung des ÖPNV auskömmlicher Art, die nicht nur den Betrieb sichert, sondern auch den Ausbau für die nächsten Jahre sicherstellt, damit wir Planungssicherheit haben für die nächsten Jahre, damit wir Personal und Busse, auch E-Busse anschaffen können und damit wir auch die Bahn ausbauen können. Vielen Dank. Und Regina Demtschenko, was glauben Sie, wann wird die Aufregung über zu wenig Parkplätze, Rückbau von Parkplätzen, Tempolimit verschwunden sein? Schaffen wir das bis 2035? Realistisch gesehen denke ich das nicht. Und das wäre jetzt auch mein Appell, mir keine konkrete Maßnahme hier aufzuführen, von der ich mir am meisten Erfolg verspreche, sondern ich würde daran appellieren, dass die Unternehmen sich wirklich auch mal informieren und auch wenn der Finanzaspekt, sage ich mal, nicht geregelt ist oder in einem Moment nicht möglich ist. Es gibt auch viele nicht investive Maßnahmen, weiche Maßnahmen, wie man sich an dieses Thema ran oder wie man an das Thema und an die Maßnahmen rangehen kann, gewinnt dann so vielleicht auch schon einen Überblick, was dann alles machbar ist und so vielleicht zum Schluss, nehmt die Menschen mit, nur das, was sie haben wollen und was ihnen auch vermittelt ist, worüber sie informiert werden. Nur das können Sie auch nutzen. Information, Kommunikation, ganz, ganz großer und wichtiger Stellhebel, auch wenn der jetzt, sage ich mal, nicht alleinig erfolgsversprechend verantwortlich sein kann für die Verkehrswende in 2035. Herzlichen Dank. Und Martin Haag, was raten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Rathäusern, jetzt konkret anzugehen, so in einem Satz oder zwei? Also ich finde, man muss alle Maßnahmen einfach ergreifen, die in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, wir können uns nicht mehr aussuchen, was wir jetzt am besten machen. Wir müssen natürlich schon auch ein bisschen noch priorisieren. Ein paar vielleicht weniger Leuchttürme, dafür mehr in die Breite kommen. Und ich schließe mich eigentlich auch dran, was schon mehrfach gesagt worden ist. Ich glaube, wir müssen positiv kommunizieren, was wir erreichen wollen. Wir müssen nicht über negative Dinge reden, sondern über das Mehr an Lebensqualität in unseren Städten und natürlich auch draußen in der Region. Vielen Dank. Und Anne Klein-Hittpass, was hat sich 2035 am offensichtlichsten geändert? Das eine Ding. Ein Wunsch oder eine Tatsache? Das dürfen Sie sich aussuchen. Eine Tatsache wäre mir lieber. Mir auch. 2035. Sind wir tatsächlich sehr viel weiter, was den Ausbau an Radwegen und Fußwegen angeht. Durch das ÖPNV, durch das Deutschlandticket ist die Diskussion um die ÖPNV-Finanzierung nochmal richtig nach vorne gekommen. Dadurch, dass die Klimasommer immer heißer sind, gibt es jetzt auch endlich mehr Geld für den ÖPNV. Und mit den E-Autos sind wir auch schon ein bisschen weiter. Prima, vielen Dank. Anne Klein-Hittpass, Martin Haag, Regina Demtschenko und Ron Böhme. Danke, dass Sie hier waren und so viele Fragen beantwortet haben. Nächster Halt Sofa. Das muss vielleicht gar nicht sein, aber nächster Halt um die Ecke vom Job und vom Zuhause und vom Ausflugslokal. Das wäre schon gut und mehr Radwege und so weiter auch. Es geht, die Alternativen sind da. Wie es weitergeht, sagen Ihnen jetzt nochmal Sabine Drews und Judith Utz. Und derweil sage ich schon mal, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren. Der Verkehr braucht eine andere Richtung. Was soll ich sagen? Bleiben Sie da dran. Und jetzt Sabine Drews und Judith Utz, bitteschön, ich sage Tschüss und alles Gute.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Hanna Gersmann, für die tolle Moderation. Ich möchte mich auch bedanken für die spannenden Redebeiträge und für die engagierte Diskussion von den Teilnehmenden und dass sie auch so lange durchgehalten haben und mitgemacht haben. Und ich möchte mich bedanken beim Team, was diese Veranstaltung organisiert hat, vom DIFU und von der Böll Stiftung. Nur zwei kurze Sachen zum Ausblick. Am 22. Juni findet die nächste Veranstaltung in der Serie Green Cities 2035 statt, zum Thema Bauwende. Da können Sie sich auch schon anmelden. Wir haben allerdings das Programm noch nicht fertig, aber das wird in Kürze folgen. Und ich möchte darauf hinweisen, wenn gleich der Abspann kommt, haben wir da einen QR-Code drauf, den können Sie einscannen. Sie bekommen das aber auch später nochmal in Follow-up-Mail, wo eine Umfrage drin ist, wo Sie uns eine Meinung geben können, wie Sie die Veranstaltung fanden, damit wir Anhaltspunkte haben, was wir verbessern können. Das nur kurz als Hinweise zum Ausklang. Also vielen herzlichen Dank und vielen Dank auch an Judith. Genau, dem schließe ich mich an. Den Dank an Sie alle, an alle Expertinnen und Experten und Praktiker, die heute beigetragen haben, an die vielen auch wirklich spannenden Aspekte, die aus dem Publikum eingebracht wurden. Ganz herzlichen Dank. Es gibt schon ganz viel, es gibt ganz viel Wissen, auch Erfahrungswissen und auch Erfahrungswissen, was aufbereitet ist, nicht nur am DIFU, sondern an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und deswegen haben wir im Vorfeld auch schon eine Link- und Literatur Tourliste sozusagen begonnen zu erstellen und die wird auf der Seite, die unsere Kollegin Anke Bremer schon quasi mehrfach hier in den Chat gepostet hat, eingestellt und da möchte ich Sie sozusagen gerne einladen, sich auch weiter zu inspirieren zu lassen und vielleicht ein bisschen quasi Motivation hier aus der Veranstaltung mitzunehmen und zu schauen, was können Sie auch weitermachen in Sachen Mobilität, damit möglichst viel von dem, was Anne Klein-Hittpass sich jetzt fürs Jahr 2035 gewünscht hat, dann auch wirklich Tatsache wird. Insofern wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bis bald.